Name ist Luna Di Meglio und ich komme aus Ischia, Italien. Ich habe bereits hier im Bachelor studiert mit den Sprachen Deutsch, Englisch und Russisch. In questo momento sto frequentando la magistrale con le lingue tedesco ed inglese. Ho optato per il doppio master, quindi seguo sia il corso di traduzione che quello di interprete da conferenza. Μεγάλωσα μιλώντας δύο γλώσσες, γι' αυτό και σκεφτόμουν εδώ και αρκετό καιρό το ενδεχόμενο να σπουδάσω στη Γερμανία. Μία καθηγήτρια μάλιστα από την πόλη από την οποία κατάγομαι, η οποία σπούδασε και αυτή εδώ στο Κέρμισχαμ. Und sie hat mir hier das Dolmetschstudium sehr empfohlen. Codziennie słyszy się wiele języków, dzięki temu łatwiej się jest ich nauczyć. Osoby kontaktowe na uczelni są bardzo pomocne i Germersheim znajduje się w samym sercu Europy. Wszystko jest stąd łatwo dostępne. Wszystko jest umieszczone centralnie na jednym kampusie i po prostu... Nach einiger Zeit kennt man dann sehr viele Menschen und man schließt dann auch sehr schnell Freundschaften. Was ich klasse finde, das ist diese große Bandbreite an Studienschwerpunkten, die man wählen kann. Ich habe mich für Germersheim entschieden, als ich erfahren habe, dass man hier bis zu 4 Sprachen gleichzeitig studieren kann. Und so etwas gibt es vergleichsweise recht selten. Also ich habe jetzt zum Beispiel Literatur und Medien übersetzen gewählt und damit fühle ich mich sehr wohl. Pero también supone una gran ventaja poder estudiar un doble máster por el precio de uno. Actuellement, je suis doctorant en linguistique dans le cadre d'une co-tutelle de thèse franco-allemande et j'ai fait mes études à Germersheim en traduction avec la combinaison linguistique allemand-anglais-français comme langue principale et le russe comme troisième langue étrangère. Ich lernte den Fachbereich kennen, als ich noch in Lettland studierte. Es war Zeit für ein Austauschsemester im Rahmen des Erasmus-Programms. Und während dieses Austauschsemesters habe ich mich entschieden, hier zu bleiben und ja, meinen Bachelor hier zu absolvieren. Germersheim – это прекрасное место, чтобы изучать языки, чтобы учиться переводу и знакомиться с новыми культурами. Et tout cela s'ajoute aux nombreuses offres de la fac, comme des tandems, des tutorats ou des soirées de conversation détendues. Die Translationswissenschaft gewinnt an Bedeutung in einer global zusammenwachsenden Welt. Der Fachbereich 06 spielt dabei natürlich eine große Rolle als einer der größten Ausbildungsstätten für Übersetzen und Dolmetschen und darüber hinaus auch als ein Fachbereich, der forschungsintensiv ist. Ja, für uns sind die Lehre und die Forschung gleichermaßen wichtig. In der Forschung sind wir sehr interdisziplinär ausgerichtet. Wir betreiben Grundlagenforschung, angewandte Forschung, empirische Forschung. Als eines der größten Ausbildungsinstitute weltweit bieten wir 13 Studiensprachen an und haben international Studierende auf dem Campus. Ja, der FTSK ist international wunderbar vernetzt. Wir haben Kontakte oder Austausch mit über 100 Partneruniversitäten weltweit. Aber wir haben eben auch viele außeruniversitäre Kooperationspartner, wie zum Beispiel dieses Künstlerhaus hier. Vor allem kooperieren wir hier im Rahmen unseres Schwerpunkts Literatur und Medienübersetzen. Der Fachbereich in Germersheim ist der wichtigste Kooperationspartner, den wir haben, weil ein wichtiges Projekt dieses Künstlerhauses die Übersetzerwerkstatt Poesie der Nachbarn, Dichter übersetzen Dichter, ist. Diese Übersetzerwerkstatt findet einmal im Jahr hier statt. Unsere Studierenden und Lehrende unseres Fachbereichs kommen dazu, vermitteln, übersetzen und dolmetschen. للذكرى لم أكن قويا لأتخلص من إبرتها والرماد الذي عجنته بالكحل وبعض حليبها. قبل 5 سنوات تحديدا بعد سنة من بدء مسلسل الموت في بلدي قالت لي طبيبة صديقة استأصل الوشم الوشوم أورام موقوتة لم أفعل شيئا يا أمي. Mir gefällt besonders der Umgang mit den anderen Studierenden.
Ich studiere sehr gerne hier, weil vor allem die Dozierenden besonders kompetent sind und auch sehr sympathisch. Ich gebe mit viel Humor und Enthusiasme Lehre. It was then and still is now the only university in Germany where it's possible to pursue a translator's degree with English or many other languages as your native language. Ben Germersheim'e İstanbul'dan geldim ve İstanbul'da yaşamayı çok seviyordum. Büyük bir şehir. Pek çok olanaklar sunan bir şehir. Germersheim ise küçücük bir yer. Ama geldiğimde çok şaşırdım. O kadar sayıda dilin, o kadar çok kültürün bir araya geldiği bir mikrokosmos adeta. Harika bir kampüs. Çeviri bilimci olarak bir daha da ayrılmak istemedim. Ich arbeite heutzutage als ermächtigter Übersetzer und Deutschlehrer. E através do meu mestrado eu consegui, por exemplo, a vaga de emprego que eu tenho hoje no departamento de exames de uma universidade aqui na Alemanha. A partir do momento assim que eles viram no meu currículo que eu fiz o mestrado em Germersheim, eles já falaram: bom, se você estudou ali, a gente sabe que a palavra é qualidade. The standard of German that we were taught in Germersheim was so excellent that my graduating classmates and I were all able to start working in the German-speaking world almost instantaneously. Und ich bin sogar in der glücklichen Lage, ab und zu meine Chinesischkenntnisse anwenden zu dürfen. Daher war das für mich, ich sage das jedem, ein großes Geschenk, weil ich nach Deutschland mit einem Traum so in meinem Koffer gekommen bin und in Germersheim sind meine Träume in Erfüllung gegangen. Sehr geehrte Frau Ministerin Binz, sehr geehrter Herr Bürgermeister Scheile, sehr geehrter Herr Kreisbeigeordneter Budweiler, sehr geehrter Herr Präsident Krausch, sehr geehrter Herr Vizepräsident Jolie, sehr geehrte Gäste, liebe KommilitonInnen, liebe KollegInnen, 75 Jahre Campus Germersheim. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Es ist mir eine ganz besondere Ehre und Freude, mit Ihnen gemeinsam diesen Festakt zu begehen. Durch die Veranstaltung werden uns unsere ModeratorInnen führen, die ich Ihnen vorstellen möchte. Frau Dr. Maren Dingfelder-Stone, Leiterin der Fachgruppe Dolmetschen, und Herr Dimitrios Kapnas, Masterstudent hier bei uns am Fachbereich. Ich übergebe Ihnen gerne das Wort. Vielen Dank. Auch von unserer Seite ganz, ganz herzlich willkommen und ein kleiner Hinweis. Dank unserer Studierenden im Masterkonferenz Dolmetschen können Sie heute den Festakt gleich in 7 Sprachen verfolgen. Also hören Sie ruhig einfach mal rein. Diese Sprachenvielfalt ist tatsächlich eine Besonderheit des Campus Germersheim. Und eine weitere Besonderheit, das hören wir immer wieder von Ehemaligen, ist das Zusammenleben als Gemeinschaft. Dieses Gemeinschaftsgefühl war tatsächlich kein Zufall, sondern Teil der Gründungsphilosophie. Die staatliche Dolmetscherhochschule, wie sie 1947 hieß, als sie gegründet wurde, war konzipiert als, Zitat, ein wissenschaftlicher und pädagogischer Versuch, Zitat Ende. Also eine einzigartige Erziehungsgemeinschaft, die nicht nur die akademische Förderung, sondern auch die gesellschaftliche Erziehung der Studierenden im Mittelpunkt setzte. Deshalb hieß es auch schon in der ersten werbenden Anzeige vor der Gründung der Hochschule, und ich zitiere, auf ein enges Zusammenleben der Studierenden mit den Professoren, auf gesellschaftliche Kultur, auf künstlerische und sportliche Betätigung wird Wert gelegt. Und genauso sollte es dann auch kommen, liebe Maren. Diese Besonderheit des engen Miteinanders zeichnet den Campus Germersheim auch heute, 75 Jahre nach seiner Gründung, immer noch aus. Über Studium und Lehre hinaus finden immer noch zahlreiche Aktivitäten auf unserem kompakten Campus ab. Etwas weiter hingegen sind nur die Wege nach Mainz. Aber die diversen Videokonferenzen der vergangenen Jahre haben uns näher zusammenrücken lassen. Von wegen also digital hat nur Nachteile. Aus Mainz heißen wir nun den Präsidenten der Johannes Gutenberg Universität Mainz, Herr Professor Georg Krausch. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank für das freundliche Willkommen nach Mainz. Bin gerne gekommen, bin auch nicht alleine gekommen. Der Vizepräsident für Studium und Lehre, Kollege Stefan Joly, ist bei uns gemeinsam mit dem gesamten Präsidium der Universität. Begrüßen wir Sie sehr herzlich und gratulieren Ihnen von Herzen zu diesem Jubiläum. Ich weiß nicht, ob ich alle Ehrengäste jetzt nochmal begrüßen muss. Ich habe in Afrika auf einer Reise gelernt, wie man das macht. Da sagt man einfach all protocols observed und damit ist jeder begrüßt. Es ist mir hoffentlich keiner böse in der ersten Reihe. Wir freuen uns sehr, dass so viele auch aus dem politischen Raum gekommen sind. Viel wird in diesen Tagen gesprochen von einer Zeitenwende und in der Tat markiert der russische Einmarsch in die Ukraine und der nun seit Monaten andauernde Krieg im Herzen Europas eine für viele von uns vorher unvorstellbare Rückkehr in längst überwunden geglaubte Zeiten und zu Formen der Auseinandersetzung, die wir zumindest in Europa nicht mehr für möglich gehalten haben. Einmal mehr sind Hunderttausende auf der Flucht und suchen zumindest übergangsweise Schutz und Hilfe auch in unserem Land. Wann und ob sie in ihre Heimat, in die Ukraine oder auch nach Russland zurückkehren können, ist unklar und wird ganz wesentlich vom weiteren Verlauf des Krieges und auch von möglichen innenpolitischen Änderungen in den betroffenen Ländern abhängen. Und einmal mehr ist kurz- und mittelfristig das Verständnis anderer Kulturen gefragt, wenn wir der Herausforderung der Flucht für die Betroffenen, aber auch für unsere eigene Gesellschaft angemessen begegnen wollen. Einmal mehr ist Germersheimer Kernkompetenz gefragt. Ich bin vorgestern zurückgekehrt von einer Reise zu den beiden neuen Mitgliedern unserer Europäischen Universität, der For Them Alliance oder Allianz, nämlich der Lucian Blaga Universität in Sibiu, Rumänien im Siebengebirge und der Universität von Agder in Kristiansand in Norwegen. Beide Länder betrifft der besagte Krieg noch einmal viel direkter als uns, denn beide Länder grenzen, anders als Deutschland, direkt an einen der beteiligten Staaten. Und in beiden Universitäten war die Sorge um die Zukunft Europas und den Frieden in Europa mit den Händen zu greifen. An beiden Universitäten in so unterschiedlichen Ländern ist die Überzeugung heute stärker denn je, dass es genau solche Projekte wie die europäischen Universitäten dringend braucht, um ein Gegengewicht zu setzen zu den wachsenden Nationalismen, die letztlich den Boden bereiten für derartige kriegerische Auseinandersetzungen. Denn auch wenn wir im Fall der Ukraine vielleicht ganz zu Recht dazu neigen, die Verantwortung für die Aggression bei einem einzelnen Staatspräsidenten zu verorten, so müssen wir uns andererseits doch auch daran erinnern, dass wir noch vor wenigen Wochen berechtigte Sorge haben mussten, dass eine der ältesten Demokratien Europas in einer freien Wahl eine nationalistische Staatspräsidentin an ihrer Spitze wählt. Wir müssen also konstatieren, vielleicht mehr als uns im Zusammenhang des Krieges recht sein kann, dass die Kompetenz, die am Fachbereich Translationssprache und Kulturwissenschaft immer wieder neu erarbeitet und den Studierenden vermittelt wird, heute zum 75. Jubiläum mehr denn je gebraucht wird. Wenn es den Fachbereich nicht schon gäbe, man müsste ihn erfinden. Gleichzeitig steht der Fachbereich heute mehr denn je vor Herausforderungen, die im Hinblick auf die weitere Entwicklung Mut und visionäre Kraft brauchen. Denn die im Fachbereich beheimateten Berufs- und Forschungsfelder stehen durch den digitalen Wandel im Allgemeinen und durch die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz im Besonderen vor Veränderungen und Herausforderungen, die das in anderen Fächern der Universität erlebte Maß doch deutlich übersteigen. An dieser Schnittstelle zwischen Kultur, Sprache und Literatur, also auch Kreativität, Fantasie und realer Intelligenz einerseits und lernenden Maschinen andererseits, die Zukunft mitgestalten zu können, ist eine ganz besonders reizvolle Aufgabe und Chance für alle Beteiligten des Fachbereichs, seine Studierenden und seine zukünftigen Absolventinnen. Der Fachbereich hat sich auf den Weg gemacht, diesen Herausforderungen durch entsprechende Maßnahmen zu begegnen. Das ist gut so und wir wollen Sie seitens des Präsidiums dabei gerne unterstützen. Das sind spannende Zeiten der Veränderung, die den Fachbereich auch nach 75 erfolgreichen Jahren weiterhin jung halten werden. Eine Form der Weiterentwicklung erleben wir bereits seit einigen Jahren durch eine immer engere Verbindung des Fachbereichs 06 an inhaltlich verwandte Fachbereiche des Mainzer Campus. Ein besonders sichtbares Zeichen dafür ist die Beteiligung am Sonderforschungsbereich Humandifferenzierung, der seit 2021 in 20 Teilprojekten mit rund 10 Millionen Euro von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird. Hier forschen Sie über Translation und sprachbezogene Humandifferenzierung im Kontext von Flucht und Migration. Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine könnte dieses Thema
nicht drängender sein und ich gehe davon aus, dass gerade in Anwesenheit von Frau Binz in der anschließenden Podiumsdiskussion dieser Kontext intensiver diskutiert wird. Eines von vielen weiteren Projekten im Jubiläumsjahr Ihres Fachbereichs ist die geplante Ausstellung Translationsmomente, bei der Akteurinnen und Akteure, Einsatzorte und Handlungsformen der Translation genauer beleuchtet werden. Sie wird im Sommer in städtischen Räumlichkeiten hier in Germersheim und Ende des Jahres in der Schule des Sehens auf dem Campus der JGU in Mainz zu sehen sein. Vielleicht haben Sie ja, liebe Gäste, die Gelegenheit, sich die Ausstellung anzusehen. Beispielhaft möchte ich weitere Schwerpunkte herausstellen, die den Campus Germersheim forciert hat, sei es die Rolle in der bereits erwähnten Forum-Initiative, das internationale Netzwerk und die Bedeutung für die Kulturermittlung in Zeiten des Konflikts, die Interdisziplinarität durch Kooperationen mit der Medizin, den Wirtschaftswissenschaften oder den Philologien. Exemplarisch nenne ich nur diese wenigen Beispiele, die verdeutlichen, Germersheim verschließt sich nicht vor digitalen Trends und Entwicklungen und schon gar nicht vor der Kooperation mit dem Mainzer Teil der Universität. Bevor ich Herrn Bürgermeister Scheile das Wort übergebe, möchte ich Sie am heutigen Jubiläum noch mit einer positiven Botschaft und einem schönen Zeichen der Anbindung von Germersheim an den Campus unserer Universität in Mainz erfreuen. Seit der Neugestaltung unseres Vorplatzes, diejenigen, die manchmal in Mainz sind, wissen, was ich meine, bei den Kolonnaden vorne, wo die Straßenbahn hält, eine große Neugestaltung, die wurde vor einigen Jahren, Ende 17, fertiggestellt. Seit dieser Fertigstellung war es uns ein Anliegen, diesem zentralen Ort einen Namen zu verleihen. Und auch wenn heute noch nicht alle Formalia in Straßenbenennungsverfahren mit der Stadt Mainz, wie etwa die Aufnahme in Stadt- und Katasterpläne und so weiter, vollzogen sind, so kann ich unsere Bemühungen doch verkünden, diesen Platz nach Irène Girond zu benennen. Ihre Rolle bei Gründung und Ausbau der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, des Instituts der europäischen Geschichte und eben der damaligen staatlichen Dolmetscherhochschule in Germersheim ist vielen von Ihnen bekannt. Genauso Ihre Rolle bei der Angliederung der Dolmetscherhochschule als Auslands- und Dolmetscherinstitut an die Johannes-Gutenberg-Universität, die wesentlich auf Ihre Initiative zurückgeht. Eine Benennung des Vorplatzes nach Irène Girond wird somit einerseits die Gründungsgeschichte der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz an ihrem räumlichen Eingang sichtbar machen, andererseits aber vor allem die enge Verbundenheit mit Germersheim sowie die deutsch-französische Partnerschaft zum Ausdruck bringen. Helmut Isele, Rektor der Johannes-Gutenberg-Universität, lobte bereits 1949 ihre Rolle und ich zitiere: Die Universität Mainz weiß sehr wohl, wie ausgezeichnet die Germersheimer Dolmetscherhochschule organisiert ist und wie günstig sie sich in den Jahren seit ihrer Entstehung entwickelt hat. Wir wissen aber auch, welch starken Anteil Irène Girond persönlich an dieser Entwicklung genommen hat und wie viel die Germersheimer Hochschule ihrer Tatkraft und ihrem Verständnis verdankt. Dass wir mit einem Irène Girond-Platz erstmals eine Straße oder einen Platz unseres Mainzer Campus nach einer Frau benennen, ist einerseits peinlich, ist aber ein ebenfalls wichtiges Anliegen und stellt einen längst überfälligen Schritt dar in Richtung der Gleichberechtigung der Geschlechter. Ich muss sozusagen entschuldigend hinzufügen, dass es der erste Platz ist oder die erste Straße, die wir seit jedenfalls meinem Amtsantritt vor 15 Jahren überhaupt benennen können. Die Straßen hießen alle schon so, als wir kamen. Nun obliegt es mir am Schluss, mich herzlich für die Organisation dieses Festaktes bei den vielen helfenden Händen zu bedanken. Das sind neben dem Organisationsteam des Dekanats und der Verwaltung, hier insbesondere Frau Dr. Kinne und den in der Orga involvierten Dolmetsch-Studierenden sowie Tanja Labs von Artefront. Danke für Ihre Einladung, liebe Frau Dekanin. Und noch einmal seitens des gesamten Präsidiums ganz herzlichen Glückwunsch zum 75. Jubiläum. Schließlich darf ich Ihnen von meiner Reise nach Norwegen, ich hatte sie ja erwähnt, noch herzliche Jubiläumsgrüße aus Kristiansand überbringen von meiner Kollegin. Ich sollte sagen, es ist meine Kollegin, weil sie Rektorin ist. Es ist ihre Kollegin, denn sie ist Konferenzdolmetscherin, Suniva Whittaker, die mich gebeten hat, Ihnen die besten Wünsche an die Germersheimer Dolmetscher- und Übersetzerschule zu überbringen oder an unseren Fachbereich 06. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Krausch. Aus Mainz richten wir jetzt den Blick wieder zurück nach Germersheim, in die Stadt, die uns seit 75 Jahren beherbergt und unsere Heimat ist.
und die Stadt, von der wir immer wieder vielfältige Unterstützung erhalten, von Seiten der Stadtverwaltung, von Unternehmen, von Ehrenamtlichen. Wir sind sehr dankbar. Apropos Unterstützung. Viele von Ihnen werden heute auf dem Campus über eine Brücke gelaufen sein, die der Ortsverband Germersheim des Technischen Hilfswerks dort aufgebaut hat. Vielen Dank dafür. Und so vielleicht auch Sie, Herr Bürgermeister Scheile. Wir freuen uns, dass Sie hier sind, mit uns feiern und heißen Sie herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, ganz herzlichen Dank. Und auch ganz herzlichen Dank, dass wir so einen berühmten Namen jetzt in Mainz haben, der eine sehr, sehr gute Verbindung hat nach Germersheim. Dafür, Herr Präsident, ganz herzlichen Dank. Und bei der Begrüßung richte ich mich ganz nach Ihren sehr, sehr ausführlichen Begrüßungsworten. Herzlich willkommen, dass Sie alle da sind. Vielen Dank. Ja, auch im Namen von dem Kreisbeigeordneten, Herrn Christoph Budweiler, möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei Ihnen und sagen, vor 75 Jahren wurde der Campus Germersheim als staatliche Dolmetscherhochschule gegründet und 2 Jahre später als Auslands- und Dolmetscherinstitut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz angegliedert. Und zwar von Anfang an in unserer frühen Sesselkaserne, die im 19. Jahrhundert ein Teil der damals größten bayerischen Festungsanlage außerhalb jetzt Bayerns gewesen war. Die Germersheimer Einwohner, meine Damen und Herren, mussten sich in den vergangenen Jahren mit wechselnden Namensbezeichnungen bzw. Abkürzungen für ein und dieselbe, sagen wir Kaderschmiede, für ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen vertraut machen. Erst hieß der Fachbereich STH, dann ADI, also ab da kenne ich die Namen, das vorher war mir nicht unbekannt, aber ADI. Es folgten FAS, FASK und schließlich FTSK. Aber die Germersheimer Bürgerinnen und Bürger ließen sich da nicht verunsichern, sondern nannten den Fachbereich früher einfach liebevoll unsere Sprachschule. Dann war alles geklärt. Vom Pfälzischen ins Hochdeutsch übersetzt heißt das natürlich unsere Sprachenschule. Im Sprachgebrauch ist heute selbstverständlich nur noch die Uni oder der FTSK. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Stadt Germersheim gratuliere ich dem Fachbereich 06 Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft FTSK der Johannes Gutenberg-Universität zum 75. Jubiläum ganz herzlich und wünsche Ihnen natürlich weiterhin alles Gute für die Zukunft, Freude an der Wissenschaft und viel Erfolg in Bildung, Lehre und Forschung. Am Fachbereich 06 werden hervorragende Sprach- und Kulturexperten ausgebildet, die später als Übersetzer und Dolmetscher beruflich tätig sind. Der Ruf dieser Fakultät könnte nicht besser sein. Ich habe mir sagen lassen, dass zum Beispiel das Germersheimer Netzwerk unter Übersetzern und Dolmetschern auf dem Markt als eine Art Gütesiegel gilt. Wir haben es eben übrigens auch im Film gehört. Das macht Sie verdammt stolz, das macht aber auch uns als Germersheimer und uns beide, Sascha Hoffmann und mich als Bürgermeister natürlich, sehr stolz. Aber nicht, dass wir etwas dafür getan hätten. Aber durch eine Universität, einen Fachbereich, der hier in Germersheim ansässig ist und solch ein hohes internationales Ansehen genießt, rückt unsere Kleinstadt doch in den Fokus der gesamten großen, weiten Welt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Bildung und Stadt gehören meiner Meinung nach zusammen, denn sie prägen und bereichern sich im Idealfall gegenseitig. Auch stehen Bildungseinrichtungen für Dynamik, Kreativität und vor allem Innovation. Das weiß eine Stadt wie unsere sehr zu schätzen. Ich möchte klare Worte finden, der Fachbereich 06 am Standort Germersheim ist ein Gewinn für die Stadt. Germersheim ist ohne die Universität nicht vorstellbar und wir hoffen doch sehr, meine Damen und Herren, und ich schaue den Präsidenten an, vielleicht sind wir dann noch mit dabei, dass wir in 25 Jahren hier alle gemeinsam das 100-jährige Jubiläum feiern können. Denn die Universität bereichert nicht nur unser städtisches und gesellschaftliches Bildungsangebot, sondern es sind die vielen Studentinnen und Studenten aus aller Welt, die zu uns hier in die Pfalz kommen und uns letztendlich multikulturell auch bereichern. Sie bringen wieder ein Stück mehr Toleranz und Weltoffenheit in unsere Herzen. Dadurch profitiert natürlich die gesamte Stadt. Vor einigen Jahren zum Beispiel begannen wir damit, uns auch dem internationalen Tourismus zu widmen, ihm zu öffnen. Dafür auch herzlichen Dank für die Unterstützung, wenn es darum ging, das in viele Sprachen letztendlich zu übersetzen. Wie eng diese Institution, der FTSK und die Stadt inzwischen miteinander verwoben sind, kann man, wie Sie wissen, an so mancher Geschichte und zahllosen Anekdoten erkennen.
Eine dieser Anekdoten bezieht sich auf den Unipark, den heutigen Campus, der früher auch einmal ein Sportstadion, das Rheinstadion war. Einige von Ihnen werden sich vielleicht noch daran erinnern können. Ja, meine Damen und Herren, diesen schönen Campus wollte man tatsächlich in den 70er Jahren seitens der Stadt, na klar, nur wegen der Stadt, eigentlich in einen großen Parkplatz umfunktionieren. Wäre für manche ganz gut, ne? Aber ne? Blöd, ne? Okay, blöd. Um damals die zu erwartende Verkehrsflut in der aufstrebenden Stadt Germersheim besser Herr zu werden. Allerdings hatte man nicht mit dem energischen Gegenwind und der massiven Durchsetzungsfähigkeit der damaligen Universitätsleitung gerechnet, die diese Pläne sehr schnell zunichte machte und so den schönen, weitläufigen Campus, wie wir ihn heute kennen, vor einer tristen Parkplatzbebauung bewahrt hat. Gott sei Dank, kann man da nur sagen. Viele Veranstaltungen wie der Unisport, verschiedene Feste und Partys, aber auch große überregionale Feste wie der beliebte und alle zwei Jahre stattfindende Mittelaltermarkt Germaris, der sich vor der Corona-Pandemie unter anderem auf dem hügeligen grünen Unigelände ausweitete und sich ganz wunderbar in den Park einführte, sorgten auch heute noch dafür, dass die Welt, aber vor allem auch die Menschen hier in der Stadt und in der Region rund um Germersheim die Uni und ihren Campus durchaus positiv wahrnehmen und letztendlich auch wertschätzen. In all den Jahren, seit der Fachbereich in Germersheim angesiedelt wurde, ist eine enge Verbundenheit zwischen der Stadt und den jeweiligen Akteuren zu den Studierenden ebenso wie zu den Professoren, Dozenten und zur Verwaltung entstanden und in vielerlei Hinsicht bei deren Sport- und Kulturangebote. Die Stadt und auch ich als Bürgermeister unterstützen die Uni und auch die Studierenden selbst gerne in vielen Bereichen. Den Erstsemestern präsentieren wir gleich zu Studienbeginn die touristische und kulturelle Vielfalt der Stadt sowie die Angebote unserer zahlreichen Vereine und Institutionen, auch nennen wir AnsprechpartnerInnen. Bei der mittlerweile legendären Erstsemesterparty auf dem Campus gibt es neuen Wein und Zwiebelkuchen am Lagerfeuer. Wir müssen das dieses Jahr wieder, Corona ist vorbei, wieder initiieren. Die jeweils von uns von der Stadt spendiert werden und dazu dienen, uns beide, Dr. Hofmann natürlich als Kind dieser Uni, jetzt mein Stellvertreter und aber auch den Bürgermeister, letztendlich besser kennenzulernen und die neue Studienheimat auch dank Zwiebelkuchen und neuem Wein sehr authentisch kulturell in Erfahrung zu bringen mit dieser berühmten ebenfalls Pfälzer Lebensart. Zum Abschluss meines Grußwortes möchte ich Ihnen noch eines verraten. Die ganze Stadt ist stolz auf diesen Fachbereich, auf die Universität. Sie gratuliert Ihnen allen ganz herzlich zum 15-jährigen Bestehen und feiert ganz gewiss auch später mit Ihnen. Als Germersheimer Bürger und Bürgermeister schließe ich mich diesem gerne an und wünsche Ihnen eine unvergessliche Jubiläumsfeier. Vielen Dank. Ich wäre natürlich ein schlechter Bürgermeister, wenn ich kein Gastgeschenk, ein Geburtstagsgeschenk mitbringen würde. Liebe Frau Dekanin, Sie haben mich angeschrieben, dass so ein Jubiläum natürlich Geld kostet. Und was soll ich sagen? Ich habe da so zwei Kuverts. Ne? Aber Sie kriegen nur eins davon. Und das eine, wir haben 75 Jahre Campus Germersheim. Im Namen der Stadt habe ich einfach einen Nuller dran gemacht und darf Ihnen 750 € überreichen. Was indirekt mit der Universität zu tun hat, mit dem Fachbereich zu tun hat, ist natürlich, wir haben viele junge Studierende hier in Germersheim, wenn ich mich so umgucke, lauter junge Menschen, junge Leute. Und da kam die Stupa auf mich zu und hat gemeint, okay, man könnte ja vielleicht etwas Sport im Park machen und nicht nur den Sport an sich mit dem eigenen Körper, sondern irgendwo sich hochziehen oder drüber klettern oder sonst irgendwas. Sprich, liebe Frau Bittner, sind Sie da? Die Frau Bittner? Die Präsidentin Stupa, nicht irgendwie eine Stellvertreterin. Also ich hätte hier so nochmal Geld. Ich kann. Sascha, es will niemand. Wir geben es der Frau Müller. Da kommt jemand. Also,
Da ich das als Bürgermeister natürlich sehr gerne unterstütze, ich finde es klasse, sportliche Betätigung und so weiter, ist mir so ein kleiner Ausgleich zu der geistigen Tätigkeit. Und dementsprechend ist es schön, dass die Stadt Germersheim auch Träger bei der Sparkasse ist und wir so eine Sparkassenstiftung haben. Und dort habe ich da mal angeklopft und habe mal geguckt, was eigentlich in dem Topf noch drin ist. Es war noch was drin, 1.000 Euro für neue Sportgeräte. Vielen herzlichen Dank, Herr Bürgermeister Scheile, das ist ja wunderbar. Wir haben jetzt viel gehört über Germersheim als Gemeinschaft, über Germersheim als Studienort, als Heimat der Sprachschule, wie ich gerade gelernt habe. Aber natürlich ist dieser Campus Germersheim auch maßgeblich geprägt durch seinen Platz in der Welt der Wissenschaft. Und deshalb freuen wir uns sehr, darüber jetzt mehr zu hören von unserer Dekanin, Professor Dilek Dista. Der Campus Germersheim ist 75 Jahre alt. Seine Geschichte will gewürdigt sein, seine Zukunft fordert uns heraus. Unter dem Motto Campus Germersheim möchten wir uns heute auf den Ort der universitären Begegnung zurückbesinnen, den wir in den vergangenen Jahren, in den vergangenen 2 Jahren so sehr vermisst haben. Auf das soziale Leben, den persönlichen und interkulturellen Austausch, auf das Miteinander, für das dieser kompakte Campus seit seiner Gründung ein besonders geeigneter Ort geblieben ist, wie wir eben auch schon gehört haben. Ein offener und zugleich geschützter Ort für den informierten und respektvollen Austausch, das heißt auch für kontroverse Diskussionen, für das Erproben von Perspektivenwechsel und unterschiedlicher kommunikativer Handlungsformen, welche für die interkulturellen Vermittlungstätigkeiten zentral sind, die den Kern der Forschung und Lehre an unserem Fachbereich bilden. Denn die Kompetenz, die es erfordert, Differenzen welcher Art auch immer anzuerkennen und mit ihnen umzugehen, muss nicht nur theoretisch und abstrakt erlernt, sondern sie muss auch in realen Begegnungen praktiziert werden. Die Gründung der staatlichen Dolmetscherhochschule in Germersheim durch das Oberkommando der französischen Besatzungszone im Jahr 1937 erfolgte im Geiste der Hinwendung zu Toleranz, Weltoffenheit und Demokratie. Die Symbolträchtigkeit des Gründungsmoments weist uns darauf hin, dass die gesellschaftliche Verantwortung der Universität und unseres Fachbereichs eine nie abzuhakende, nie erledigte Aufgabe darstellt. Es handelt sich vielmehr um eine stete Aufgabe, die immer neu formuliert werden muss. Es ist erschreckend, feststellen zu müssen, dass dieses Jubiläum heute im Schatten eines neuen Kriegs in Europa stattfindet. Daran, dass es professionelle MittlerInnen braucht, die zu einem besseren gegenseitigen Verständnis beitragen, hat sich seit der Gründung des Campus nichts geändert. In einer Veröffentlichung der Johannes Gutenberg-Universität aus dem Jahre 1950 heißt es, ich zitiere, es war nicht Absicht der Begründer des Auslands- und Dolmetscherinstituts Germersheim, nur technische Spezialisten auf sprachlichem Gebiet auszubilden. Sie wollten vielmehr wirkliche Vermittler der Kulturen europäischer Völker, Kenner der Auslandsverhältnisse heranziehen. Zitat Ende. Nach dem Ende des Besatzungsstatus 1949 sollte die Hochschule in Germersheim einer bestehenden Universität angegliedert werden. Der Rektor und der Senat der Johannes-Gutenberg-Universität befürworteten den Anschluss an die Universität, vor allem um den Rückgang der eigenen Studierendenzahlen zu kompensieren. Stellen Sie sich das mal vor, Herr Präsident. Jedoch war die philosophische Fakultät nicht bereit, Germersheim aufzunehmen. Es kam zu einer sogenannten freien Angliederung. Heute sind wir fester Bestandteil, als Fachbereich ein integraler Teil der Gesamtuniversität und pflegen einen engen Austausch mit den Mainzer Kolleginnen. Wissen Sie, warum die damalige philosophische Fakultät die Germersheimer Hochschule nicht aufnehmen wollte? Weil man ihre Ausrichtung nicht so recht im Fächerkanon einordnen konnte und
die Gegenwarts- und Praxisbezogenheit der Studiengänge als suspekt betrachtet wurden. Dieser exotische Status, wie es in einem anderen Dokument aus der Zeit heißt, war eine gute Voraussetzung für die Entwicklung einer neuen Wissenschaft, die in Germersheim in den 1970er Jahren mitbegründet wurde, auf diesem frei angegliederten, halbautonomen Campus. Hier arbeiteten WissenschaftlerInnen an den Grundlagen der Translationswissenschaft. Allen voran ist hier Hans Vermeer zu nennen. Seine Scopus-Theorie, die bis heute einen nachhaltigen Einfluss auf die Disziplin hat und als Teil des Germersheimer Funktionalismus oder des German Functionalism in die Disziplingeschichte eingegangen ist, hat er hier entwickelt. Darin wird Translation als eine komplexe Form des interkulturellen Handelns begriffen. Wir gehen heute von einem weiten Translationsbegriff aus, der es uns erlaubt, die Vielfalt an Translationsphänomenen und ihre Allgegenwart in den Blick zu nehmen. Dafür arbeiten wir mit und an mehr als 13 Sprachen und den dazugehörigen kulturellen und gesellschaftlichen Themen. Die Germersheimer Grundlagenforschung ist facettenreich und in ihrer Breite wegweisend für die internationale Translationswissenschaft. Es ist unser Anspruch, die Weiterentwicklung der Disziplin mitzugestalten. Wir haben internationale Kooperationen in Forschung und Lehre mit über 100 Partnerinstitutionen weltweit. Ein besonders wichtiger Beitrag, den die Germersheimer Translationswissenschaft für die Weiterentwicklung des Fachs leistet, ist die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Durch seine Mitgliedschaft im Netzwerk International Doctorate of Translation Studies bietet der Fachbereich eine Infrastruktur zur internationalen Vernetzung der DoktorandInnen. In den vergangenen Jahren wurden 2 Graduiertenkollegs vom Gutenberg-Nachwuchskolleg gefördert, die mit dem Ziel eines Antrags auf die Einrichtung eines DFG-Graduiertenkollegs nun zusammengegangen sind. Auch ist der Fachbereich im Leitungsgremium der neuen Graduate School for Humanities and Social Sciences vertreten. Unsere Gäste werden sich vielleicht fragen, was es an Translation eigentlich so zu forschen gibt. Schauen Sie sich um, sie ist überall. Sie lesen und hören Nachrichten internationaler Agenturen, die immer übersetzt sind. Sie verwenden übersetzte Software, gehen ins Kino, um übersetzte Filme mit Untertiteln oder in synchronisierter Form zu sehen. Sie lesen chinesische, polnische oder türkische NobelpreisträgerInnen der Literatur, von denen sie nichts wüssten, wenn sie nicht übersetzt wären. All das ist Objekt unserer translationswissenschaftlichen Forschung. Sie kann historisch oder gegenwartsbezogen sein, sich auf unterschiedliche Kommunikationsformen, Akteure und Medien beziehen. Sie pflegt interdisziplinäre Beziehungen zu einer großen Bandbreite an Disziplinen. Um konkreter zu werden, greife ich 2 Beispiele heraus. Translation ist eine komplexe kognitive Leistung. Deren Beforschung erfolgt in unserem Translation and Cognition Center, TRACO, anhand neurolinguistischer Methoden. Es werden Hirnstrommessungen mit Aufzeichnungen von Blick- und Tastaturbewegungen in Bezug gesetzt. Dies gibt Auskunft über die Funktionsweise des zweisprachigen Gehirns und die Sprachverarbeitung beim Übersetzen und Dolmetschen. Ein weiteres Beispiel. In Aufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete stellt der Umgang mit der Sprachenvielfalt eine große Herausforderung dar, weil nicht vorauszusehen ist, welche Sprachen die Ankommenden sprechen. Wie reagieren die Institutionen? Wie sortieren sie Menschen nach Sprachzugehörigkeit und welche Auswirkungen haben diese Einteilungen auf existenzielle Entscheidungen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das translationswissenschaftliche Projekt im DFG-Sonderforschungsbereich Humandifferenzierung, wo wir mit KollegInnen aus anderen sozial- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen eng zusammenarbeiten. Die Forschung ist am Fachbereich eng mit der Lehre verzahnt. Diese wiederum gilt es im Lichte der Entwicklungen in der Gesellschaft und den Veränderungen im Berufsbild regelmäßig zu überdenken. Seit 2 Jahren arbeiten wir mit einem Team aus KollegInnen und Studierenden gemeinsam an einer konsequenten Studienreform für unsere BA- und MA-Studiengänge. Ich möchte allen Beteiligten an dieser Stelle großen Dank für ihr Engagement aussprechen, das es möglich gemacht hat, die Planung von einem gänzlich neuen BA, einem reformierten BA sowie einem MA mit stark profilierten Schwerpunkten unter hohem Zeitdruck in eine beschlussfähige Fassung zu bringen. Unsere Beratungen zu den Studienreformen wurden und werden von den 2 fächerübergreifenden Querschnittsthemen mitbestimmt. Digitalisierung einerseits
Migration und gesellschaftliche Teilhabe andererseits. Der digitale Wandel des Berufsbilds der TranslatorInnen und neue Tätigkeitsprofile spielen in den Studiengängen eine zentrale Rolle. Denn wir müssen die Studierenden angemessen auf die Berufswelt vorbereiten. Dabei geht es uns nicht nur darum, sie mit den nötigen Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung auszustatten, sondern auch um die kritische Reflexion der Veränderungen, die dieser Wandel bedeutet. Der zweite Schwerpunkt nimmt eine gesellschaftliche Entwicklung auf, die aller Voraussicht nach weiterhin aktuell bleiben wird und für deren Bewältigung TranslatorInnen eine existenzielle Rolle spielen. Der Krieg in der Ukraine führt uns erneut vor Augen, wie erschreckend schnell Menschen zur Flucht gezwungen werden können und wie wichtig es ist, als Weltgemeinschaft adäquat darauf zu reagieren. In Germersheim wissen wir, dass in allen mehrsprachigen Kontexten Translation ein Schlüssel für den Zugang zu Rechten und für gesellschaftliche Teilhabe ist. Wir werden in der Podiumsdiskussion mehr darüber hören. Unsere Sprachenvielfalt, die vor allem im Hinblick auf die Kombinationsmöglichkeiten ein Alleinstellungsmerkmal Germersheims darstellt, möchten wir so flexibilisieren, dass wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden können. So sind wir der Überzeugung, dass es möglich sein muss, auf den Bedarf der Behörden nach Paschtu, Kurdisch oder Ukrainisch DolmetscherInnen zu antworten, auch wenn wir diese Studiensprachen nicht im regulären Angebot haben und es sich natürlich nicht rechnen würde, hierfür Stellen einzurichten. Es ist kein Geheimnis, wir sind einem großen Druck ausgesetzt. Die Bedingungen, unter denen die Universität ihren Werten und Zielen treu bleiben muss, haben sich geändert. Die bedingungslose Universität, wie sie der französische Philosoph Jacques Derrida vor 22 Jahren in diesem Hörsaal gefordert hat, sieht sich der ökonomischen Herausforderung ausgesetzt. So wichtig es ist, nicht den kategorialen Fehler zu begehen, Inhalte gegen Zahlen aufzuwiegen, so wichtig ist es auch, sich mit gesellschaftlichem Wandel auseinanderzusetzen und die Aufgaben, die die Universität übernehmen soll, immer von Neuem zu reflektieren. Sie sehen, die Herausforderungen sind vielfältig. Wir nehmen sie wahr und blicken in die Zukunft, die wir weiterhin mitgestalten wollen. Dafür müssen wir als Gemeinschaft über die physischen Grenzen dieses Campus hinausgehen und den großen virtuellen Campus mitdenken. Dazu gehören unsere Alumni in aller Welt, Sie an den Bildschirmen, unsere KooperationspartnerInnen und die Scientific Community. Schön, dass Sie da sind. Und schön, dass Germersheim auf Ihrer Karte ein wichtiger Zielort ist. Ich bitte nun unsere Podiumsgäste auf die Bühne. Die Prodekanin Professor Silvia Hansen-Schirrer wird mit Ihnen darüber sprechen, worin Sie die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für die TranslatorInnen sehen. Ich freue mich sehr auf die unterschiedlichen Perspektiven und Impulse und bin gespannt darauf, welche Parallelen oder auch Widersprüche sich zu meinen Überlegungen zur Zukunft des Campus herauskristallisieren werden. Ja, vielen Dank. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Podiumsdiskussion über die Rolle von Mehrsprachigkeit und Translation für die Weltgesellschaft. Wir haben Vertreter, Vertreterinnen aus verschiedenen Bereichen und Themengebieten eingeladen und ich möchte meine Podiumsgäste erst kurz vorstellen. Ein herzliches Willkommen an Hans Till. Schön, dass Sie da sind. Hans Till ist künstlerischer Leiter des Künstlerhauses Edenkoben. Er ist Lyriker, Literaturübersetzer aus dem Französischen. Er hat letztes Jahr den Basler Lyrikpreis verliehen bekommen, der ihm aber eigentlich erst vor wenigen Tagen verliehen wurde. Herzlichen Glückwunsch auch dazu noch. Für den Bereich Politik sind wir ganz glücklich, Katharina Binz gewinnen zu können.
Katharina Binz wird einigen von Ihnen bekannt sein. Sie ist Ministerin für Frauen, Familie, Kultur und Integration unseres Bundeslandes. Sie ist aber auch Alumna der JGU und hat Politik, Wissenschaft und Philosophie an der JGU studiert. Herzlich willkommen. Für den Bereich Wissenschaft hatten wir eigentlich, und Sie werden es den Programmen entnehmen, Luc van Dorsler eingeladen, der leider heute erkrankt ist. Wir konnten aber eine junge Nachwuchswissenschaftlerin gewinnen, Birsen Serinkos, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am FTSK. Sie ist zudem Dolmetscherin und Übersetzerin für Türkisch-Deutsch, Dolmetschtrainerin und Referentin für Dolmetschen im Gemeinwesen und Gesundheitswesen unseres Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer BDÜ. Herzlich willkommen im Podium. Und für den Bereich Medien haben wir uns überlegt, wir nutzen den Medienstandort Mainz und laden Volker Denkel ein. Herzlich willkommen. Er ist Head of Innovation bei ZDF Digital Medienproduktion. Und wir haben schon sehr eng in einem EU-Kooperationsprojekt zusammengearbeitet, über das wir vielleicht auch gleich noch ein wenig reden werden. Herzlich willkommen, Volker. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν θερμά στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας, το οποίο θα επικεντρωθεί στο θέμα της κοινωνικής συμμετοχής. Ποιον ρόλο παίζουν η πολυγλωσία και η μετάφραση σε αυτό? Translation soll gesellschaftliche Teilhabe möglich machen. Das ist die Hoffnung, die man oft mit Übersetzen und Dolmetschen verbindet. Translation soll verhindern, dass sich Menschen von gesellschaftlichen Prozessen ausgeschlossen fühlen. Entweder weil sie nicht verstehen, oder weil sie nicht verstanden werden. Translation soll Barrieren überwinden, damit Kommunikation stattfinden kann. Aber was bedeutet das denn ganz konkret? Welche Arten von Barrieren spielen in unserer heutigen Gesellschaft eine Rolle? Und wie kann Translation dazu beitragen, diese zu überwinden? Wir freuen uns auf die Beiträge unserer Podiumsgäste. Ja, wie genau kann Translation verhindern, dass Menschen von der gesellschaftlichen Teilhabe, von gesellschaftlichen Prozessen ausgeschlossen werden? Wenn wir aus unserer Perspektive über gesellschaftliche Teilhabe sprechen, dann denken wir an das Überwinden von Kommunikationsbarrieren. Kommunikationsbarrieren können sprachlicher Natur sein, kultureller Natur, fachlicher Natur und auch fachsprachlicher Natur. Ich bemühe hier einmal das Bild der eierlegenden Wollmilchsau. Das sind nämlich unsere ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen. Sie kennen sich mit Sprachen aus, mit Kulturen, sie arbeiten sich in fremde Themengebiete ein und nehmen die Rolle objektiver Sprachmittler ein. Wir agieren aber eben auch in politischen Systemen und Strukturen. Denken wir, und sowohl der Präsident als auch die Dekanin haben es schon erwähnt, an den Ukraine-Krieg und seine Folgen, sowohl in der Ukraine als auch hier bei uns vor Ort. Frau Binz, gibt es für solche Krisen kommunikative Katastrophenpläne, zum Beispiel für den Fall, dass aus einem Land besonders große Migrationsbewegungen erfolgen, wie derzeit durch den Ukraine-Krieg bedingt? Gibt es Schnellmaßnahmen, die bei der Sprachmittlung helfen und die es Ihnen erlauben, ich sage mal, auf Sicht zu fahren? Also, es ist zum einen natürlich unsere Aufgabe und auch die große Herausforderung, generell mit einer Welt oder mit einer Gegenwart umzugehen, in der Migration und in der auch Flucht eigentlich die Regel ist. Also auch, wir haben jetzt heute auch schon viel über den Ukraine-Krieg gehört und das ist natürlich auch das Thema, die Fluchtaufnahme aus der Ukraine, was mich als Ministerin und mein Ministerium in den letzten 3 Monaten besonders fordert. Aber währenddessen haben wir natürlich auch Menschen aus anderen Regionen der Welt, die zu uns flüchten. Also das hat ja nicht aufgehört. Ne? Das ist jetzt ein bisschen aus unserem Radar verschwunden, aber aufgehört hat das nicht. Das ist im Prinzip eine Daueraufgabe. Und insofern ist es auch die Aufgabe, eine Dauerstruktur zu etablieren, die dann darauf auch reagieren kann, in dem von Ihnen geschilderten Sinne.
Jetzt ist es, wir haben es, glaube ich, in einem der Grußworte eben auch gehört, natürlich auch immer schwierig vorauszusehen, welcher Bedarf denn besteht. Also welche Menschen kommen denn aus welchem Land und mit welcher Herkunftssprache. Das ist eine große Herausforderung und die ist auch nicht insofern zu lösen, dass man das von einem Tag auf den anderen schafft. Aber es ist unsere Aufgabe, eben die Struktur zu organisieren, die das dann auch mittelfristig hinbekommt. Und das tun wir auch. Wir beschäftigen uns sehr intensiv momentan mit dem Thema Sprachmittlung und auch Verfügbarkeit von Sprachmittlung, vor allen Dingen mit geflüchteten Menschen. Und wir haben dazu auch im letzten Jahr eine Studie in Auftrag gegeben und dann auch ausgewertet über den Stand der Sprachmittlung in Rheinland-Pfalz, also Sprachmittlung im sozialen Raum, über die Frage der Bekanntheit, auch über die Frage der Verfügbarkeit und haben gemerkt, da gibt es doch noch einiges zu tun. Und deshalb werden wir auch in diesem Jahr mit unserem Haus der Sprachmittlung starten. Das heißt, wir werden eine Struktur einsetzen, deren Aufgabe es eben ist, Sprachmittlung, die Verfügbarkeit von Sprachmittlung und auch die Vernetzung der Sprachmittlerinnen und Sprachmittler untereinander und auch die Qualifizierung zu organisieren, damit wir dann eben eine solche Struktur haben, die dann auch kurzfristig reagieren kann, wenn wir beispielsweise, wie jetzt im Fall von der Ukraine, Fluchtbewegungen haben und innerhalb kurzer Zeit wirklich einen großen Bedarf haben an Sprachmittlung in einer bestimmten Sprache. Das ist sozusagen das Konzept, dass wir nicht wirklich unbedingt mit einem Katastrophenplan arbeiten, sondern eine Struktur etablieren und einziehen, die es uns erlaubt, einfach immer den Bedarf zu decken, wenn er auftritt. Das ist sehr interessant. Vielleicht können wir da in Zukunft auch kooperieren. Da würden wir natürlich auch gerne mit beobachten und mit begleiten. Jetzt ist die Ukraine natürlich eine Situation, in der wir über interlinguale Translation reden, über interlinguales Übersetzen zwischen zwei Sprachen. Die gesellschaftliche Teilhabe kann aber natürlich auch Barrieren betreffen, die intralingual sind, die zum Beispiel Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen adressiert. Volker Denkel, die barrierefreie Kommunikation spielt ja auch in eurer Berufspraxis eine besondere Rolle. Und ich weiß selbst, dass hier die künstliche Intelligenz die Innovationen treibt. Ich denke hier nicht nur an Untertitelung, sondern auch an Gebärdensprache, auch an leichte Sprache. Welche Innovationen gibt es im Bereich der multimedialen barrierefreien Kommunikation? Wo liegen die Grenzen und was können wir in Zukunft in diesem Bereich erwarten? Genau, geht das? Ich möchte vielleicht nochmal einen kleinen Schritt weiter vorne anfangen, vielleicht nochmal kurz erklären, wer wir sind und was wir tun, weil der Name ZDF ja immer gleich nahelegt, dass ich das oder dass ich vom ZDF komme. So ist es nicht ganz. Wir sind eine 100%ige Tochtergesellschaft, sind aber beauftragt, damit den größten Teil der barrierefreien Services für das ZDF und auch für andere Sender tatsächlich umzusetzen. Und das ist schon eine Größenordnung, da sprechen wir mehrere hunderttausend Sendeminuten im Jahr, was, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt ist bei dieser Frage, was es für Innovationen gibt, weil ich glaube, wir können sagen, dass tatsächlich unsere größte Herausforderung ständig ist, Komplexität zu reduzieren und auch sehr schnell Dinge möglich zu machen. Auch das jetzt wieder am Beispiel Ukraine, auch da waren es wenige Tage und dann haben wir tatsächlich Sendungen mit ukrainischen Untertiteln auf Sendung gehabt. Wir greifen dabei zurück auf Systeme, die wir in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich von Silvia Hansen-Schirer auch entwickelt haben damals. Das war ein EU-Projekt, da ging es darum, Maschinenübersetzung und Spracherkennung in einem System zu kombinieren. Und tatsächlich war das jetzt, nicht erst jetzt, sondern auch schon während Corona für uns so eigentlich mehr als ein Rettungsanker, weil wir es uns eben ermöglicht hatten, in sehr kurzer Zeit sehr qualitätsintensive Arbeit machen zu können, ohne, sagen wir mal, die nötigen Workflow-Schritte, die immer dazwischen liegen, die uns alle immer behindern, in der schnellen Produktion irgendwie zu hoch zu hängen. Ja? Dieses System hieß damals in unserem Forschungsprojekt Kompass, heute heißt das RiseHub. Wir haben da ein ganzes Stück weiter dran gearbeitet und das System ist in der Lage, eben verschiedene Sprachen, Fremdsprachen zu erkennen, in Text zu übersetzen, in Untertitel zu übersetzen und dann eben über Maschinenübersetzung in andere Sprachen zu übersetzen. Es ist aber ganz wichtig, es ist nicht so, dass diese Untertitel so auf Sendung gehen, sondern wir sprechen hier immer über Post-Editing, das wird immer von professionellen ÜbersetzerInnen dann tatsächlich nochmal überarbeitet. Und so produzieren wir jetzt seit einiger Zeit ukrainische Untertitel. Wir haben in der Zwischenzeit englische Untertitel so produziert und eben im Tagesbetrieb die deutschen Untertitel. Das war besonders an dem Tag wichtig, als wir alle von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice gegangen sind. Sie erinnern sich sicherlich alle, März 2020 war das genau.
Und ohne dieses Tool hätten wir da Probleme gehabt. Also das ist ein ganz essentieller Teil, auch in unserer Arbeit grundsätzlich, um diesen rasanten Medienwandel und diese ständig steigende Komplexität, die uns einfach in unserem Beruf entgegenkommt und die auch nicht weniger wird, glaube ich, zu bewältigen, brauchen wir technologische Unterstützung. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ja, vielen Dank. Herr Till, in den von Herrn Denkel geschilderten Bereichen spielt die künstliche Intelligenz eine besondere Rolle. Wir nutzen da Spracherkennung, wir nutzen maschinelle Übersetzung. Mit Ihnen kooperieren wir im Bereich der Lyrik- und Literaturübersetzung, zum Beispiel im Projekt Poesie der Nachbarn. Hier geht es um kulturelle Teilhabe. Da kann die Maschine nur sehr schlecht zu Rate gezogen werden. Können Sie vielleicht bitte genauer schildern, wie dieses Projekt im Speziellen zur Völkerverständigung und zur Integration beitragen kann und wie die Kooperation dabei hilft? Ja, Poesie der Nachbarn, Dichter übersetzen. Dichter ist der Untertitel. Das heißt, es ist die künstlerische Intelligenz, die hier tätig ist und nicht die künstliche Intelligenz. Und selbst die künstlerische Intelligenz stößt sehr schnell an ihre Grenzen, wenn es um das Übersetzen von Poesie geht, weil das weiß ja jeder, ein Gedicht auf Deutsch steht anders da als seine Übersetzung auf Englisch oder ein Gedicht auf Ukrainisch steht anders da als seine deutsche Übersetzung. Und deshalb sagt der Italiener immer wieder ganz schön verächtlich, traduttore, traditore, der Übersetzer ist ein Verräter. Und das stimmt natürlich für die Poesie ganz besonders, aber man muss auch sehen, dass wenn wir, Professor Delictista hat es vorhin gesagt, wenn wir die ganze übersetzte Literatur nicht hätten, hier bei uns in Deutschland, dann würden wir geistig verhungern. Das heißt, wir müssen zum einen uns immer wieder damit abfinden, dass das übersetzte Gedicht nicht das Originalgedicht ist. Und zweitens, wir können ja versuchen, aus dieser Klemme, aus diesem Problem einen Workshop zu machen, der das Übersetzen von Poesie zum Thema macht. Und das ist der Gedanke von Poesie der Nachbarn, Dichter übersetzen Dichter, im Untertitel Dichter übersetzen Dichter. Das wird oft von professionellen ÜbersetzerInnen angegriffen, weil die sagen, wir können ja auch übersetzen, ihr braucht ja nicht so tun, als könntet bloß ihr Dichter Gedichte übersetzen. Und das stimmt natürlich, das ist wohl wahr. Auf der anderen Seite ist es so, dass man natürlich, wenn man das Übersetzen von Poesie zum Experiment machen will, dann ist man mit den Dichtern und den Dichtern und den Dichterinnen und den Dichterinnen eigentlich genau richtig. Es gibt allerdings natürlich eine translatorische Begleitung. Das wäre ein Teil beispielsweise des Beitrags von, des großen Beitrags von Germersheim, dass sehr oft die Begleitung, die translatorische Begleitung aus Germersheim kommt, von Native Speakern, die uns translatorisch begleiten, heißt, sie machen Interlinear-Versionen der eingereichten Gedichte, anhand derer dann die deutschsprachigen Nachdichter versuchen können, ein Gedicht nachzudichten. Das ist jetzt ein bisschen alles sehr kompliziert zu erklären, aber wir wollen es ja kompliziert haben. Das ist ja der Witz an dieser ganzen Sache. Ich kann als gutes Beispiel sagen für Völkerfreundschaft, für Verbundenheit, Poesie der Nachbarn, Ukraine im Jahr 2005, da wurde mir noch gesagt, Ukrainisch gibt es nicht, das ist ein Dialekt des Russischen. Und ich habe aber damals mich mit Juri Andruchowitsch angefreundet und bin mit ihm durch die Ukraine gereist. Und wir haben Dichter kennengelernt und Dichterinnen, die dann eingeladen wurden nach Edenkoben. Und darunter war beispielsweise der Juri Andruchowitsch selber und aber auch Serhii Jadan war mit dabei, der heute doch eine wichtige Rolle in der Vermittlung des Krieges auch spielt und von dem der Titel der Anthologie stammte, der dann im Jahr 2006 herauskam, der hieß Vorwärts, ihr Kampfschildkröten. Das ist so ein bisschen bekifftes Gedicht von Serhii Jadan gewesen, das aber die Realität doch leider überholt hat in den letzten Monaten. Vielleicht so viel. Ja, vielen Dank. Birsen Serinkos, wie wir von
der Dekanin gehört haben, spielt und spielte unser Fachbereich als Ausbildungsstätte für ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen immer eine besondere Rolle. Anlässlich unseres Jubiläums möchte ich, das im Prinzip auf die Gründung des nach dem Zweiten Weltkrieg abzielt, möchte ich aber auch noch mal auf die Situation in der Ukraine zu sprechen kommen. Könntest du uns vielleicht erläutern, welche Rolle die Translation und die Translationswissenschaft hierbei spielen können und wie wir das begleiten? Ja, also zunächst einmal Ukraine, die Krise, die Krisensituation. Da ist es natürlich wichtig zu helfen und ich glaube, insgesamt ist es auch selbstverständlich, dass geholfen wird. Es ist für jedes Land wichtig, dass Menschen aufnimmt, die unter vulnerablen Umständen hier ankommen, auch eine Bereitschaft gegeben ist, diese Menschen positiv aufzunehmen, um ein Miteinander zu ermöglichen. Und diese Hilfe, die erleben wir hier in Germersheim auch. Studierende, aber auch Kolleginnen unterstützen an vielen unterschiedlichen Stellen mit ihren Dolmetschungen, aber auch mit Übersetzungen Menschen aus der Ukraine. Die Hilfe ist also sehr wichtig. Hilfe wird zu einem schwierigen Thema, wenn es zu einem Mittel wird, eine bestimmte, vielleicht eigene Ohnmacht dadurch überwinden zu wollen oder zu können. Also in akuten Momenten schnell und adäquat zu handeln, schnell zu reagieren, ist immer wichtig. Aber in Krisensituationen werden Grenzüberschreitungen auch legitim und kurzfristige Lösungen auch legitim, denn es herrscht Zeitdruck. Vor diesem Hintergrund hat es natürlich auch eine schwierige Seite, zumal 2015 der Sommer noch nicht so lange zurückliegt. Erst vor 7 Jahren haben wir einen sehr erhöhten Bedarf mit Arabisch, ähnlich und sehr vergleichbar erfahren. Und dass der Bedarf in sozialen, medizinischen Kontexten insgesamt gegeben ist, das hat Frau Binz auch schon angesprochen, das ist nichts Neues für Deutschland. Es stellt sich also die Frage, was weiter passiert, wenn eben inzwischen, zum Beispiel nach 2015, Sprachmittlerpools sehr weit verbreitet sind und sich einigermaßen auch etabliert haben, aber die Qualifizierungen noch nicht funktionieren. Wir müssten uns also auch fragen, was passiert eigentlich mit diesen neuen Krisen und inwieweit macht es Sinn, die Krisen jedes Mal politisch neu zu entdecken auf Ebene der Sprache und der Translationsbedarfe. Und dieses Decken mit den Sprachmittlerpools und diesem Bedarf, mit Ehrenamtlern zu begegnen, ist leider in Deutschland immer noch eine sehr gängige Lösung. Ich sage leider, weil die Settings, die wir jetzt auch im Zusammenhang mit der Ukraine-Situation erleben, wo der Bedarf sehr stark ist mit Ukrainisch und Russisch, sind beispielsweise Stabilisierungsgespräche in psychotherapeutischen Settings oder aufenthaltsrechtliche Implikationen bei der Anmeldung, Registrierung in den Ausländerbehörden, was ja schon, wenn man so hört, erstmal man überlegt, okay, was ist das denn alles, wenn man von Implikationen in diesen Zusammenhängen spricht. Aber auch medizinische Versorgung ist ein ganz großes Thema und ein großer Bedarf. Ärzte aus einer Flüchtlingsambulanz, mit der wir hier auch eine Lehrkooperation haben in Heidelberg, berichten, dass ihre Schwierigkeiten bereits bei der Anamnese beginnen. Denn es werden auch in dieser Flüchtlingsambulanz ehrenamtliche Laiendolmetscherinnen eingesetzt, die selbst teilweise, man könnte sagen, auch halbsprachig sind. Nur in einem bestimmten Niveau der deutschen Sprache sich bewegen können und dann auch mal meinen, sie dürften selbst entscheiden, inwieweit und welche Frage der Sozialanamnese jetzt wichtig ist für das Arzt-Patienten-Gespräch. Das sind sehr wichtige Aspekte, die aus der Praxis hervorgehen. Forschungstechnisch sind sie natürlich auch spannend, auch vor allem vor dem Hintergrund der Strukturbildung oder noch nicht gegebenen Struktur, wie Frau Binz schon angesprochen hat. Denn aus diesen Situationen entsteht eben trotz dieser dolmetschgestützten Patientengespräche doch eine Form von nicht gedolmetscht sein oder
nicht klar, was gedolmetscht wurde, wie es gedolmetscht wurde. Und da stellt sich eine weitere Frage, inwieweit der Wille der Inklusion durch Translation dann dort auch funktionieren kann. Oder ob es im Endeffekt dann zu einer negativen Dialektik führt, während der gute Wille dann doch eine negative Auswirkung hat, sozial gesehen. Da hat unser Fachbereich natürlich auch eine sehr wichtige Rolle, finde ich, vor allem mit unseren Studierenden, die wir im Master mit dem Studienschwerpunkt ausbilden, aber auch durch die Forschung, die hier natürlich auch noch viel mehr herausfinden kann, was der Bedarf ist und wie man auch unterstützen kann, die politischen Prozesse. Ja, ich möchte hier anschließen, das haben wir auch schon oft im Bereich der leichten Sprache gesehen, Übersetzungen in leichte Sprache. Da sind oft schlecht ausgeführte leichte Spracheangebote, die mutieren zur reinen Symbolpolitik. Das ist ein großes Problem. Andersrum kann man sagen, dass Translation nicht immer nur zur Teilhabe und zur Partizipation beiträgt, sondern manchmal führt sie auch zur Exklusion, nämlich an den Stellen, an denen Bedarfe an Translation Menschen als nicht zugehörig kennzeichnen. Das ist ein großes Problem und ich gebe Birsen Serinkus dahingehend recht, als dass wir natürlich mit unserer Forschung und auch mit unserer forschungsgeleiteten Lehre darauf eingehen und unsere Studierenden auch darauf vorbereiten. Und Mehrsprachigkeit tragen dazu bei, dass sich Ideen und Innovationen auch international verbreiten. Und künstliche Intelligenz, das haben wir eben gehört, kann solche Prozesse optimieren. Trotzdem kann Translation auch ein negatives Image anhaften. Sie kann als überflüssig wahrgenommen werden, als defizitär oder als notwendiges Übel. Im Anschluss lenken wir unseren Blick auf die politische Bedeutung des Fachbereichs Translation, Sprache und Kulturwissenschaft, gestern und heute. Danach freuen wir uns, in einer Live-Schalte mit Professor Laurent Gauthier von der Universität de Bourgogne zu sprechen, über unsere Partnerschaften und über unsere Kooperationen. Bevor wir aber gleich nach Frankreich reisen, schauen wir uns doch noch einmal die Situation hier vor Ort in unserer Region genauer an. Das Land Rheinland-Pfalz hat gemeinsame Grenzen mit Luxemburg, Frankreich und Belgien. Wir liegen im Herzen Europas. Translation und Mehrsprachigkeit sind daher von immanenter Bedeutung. Nicht zufällig beherbergt deshalb unser Bundesland eine der größten Ausbildungsstätten für ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen. Wir können somit auf eine lange Tradition an Kulturvermittlung und Völkerverständigung zurückblicken, die bis zu den Nürnberger Prozessen im Kontext des Zweiten Weltkriegs zurückreicht, die aber auch den Anspruch hat, gegenwärtige Geschehnisse zu gestalten und künftige Entwicklungen voranzutreiben. Werfen wir zunächst einen Blick in die Vergangenheit. Frau Binz, welche Rolle schreiben Sie einer Institution wie unserem Fachbereich politisch-historisch zu? Wie wichtig ist eine solche Institution für unser Bundesland? Ja, ich will aber nicht nur über die Vergangenheit sprechen. Ich glaube, in der Gegenwart zeigt sich die Relevanz auch ganz deutlich. Darüber sprechen wir ja heute Abend. Und wir haben ja ganz viele Themen, die so brandaktuell sind und an denen sich ja zeigt, wie wichtig einfach eine solche Einrichtung ist. Aber natürlich ist es historisch gesehen mit der Tradition, auf der der Fachbereich zurückblickt, ist es natürlich, das ist natürlich auch einfach eine sehr, ja, vielsagende Tradition, die uns auch heute natürlich in der aktuellen Situation noch mal zusätzlich auch nachdenklich macht. Und man muss ja schon sagen, es ist einfach ein sehr, sehr großes Geschenk, was auch dem Land Rheinland-Pfalz hier gemacht worden ist mit dieser Dolmetscherschule, mit der Einrichtung einer solchen Schule 2 Jahre nach Ende des Krieges von den Franzosen gegründet, mit denen man ja vorher jahrhundertelang im Clinch ist schon ein bisschen freundlich ausgedrückt lag, dass sie hier diese Schule gegründet haben und wirklich also Völkerverständigung im wahrsten Sinne des Wortes gefördert haben. Also auf diese Tradition zurückzublicken, finde ich, ist ja schon mal ein Wert an sich und ist einfach ein ganz ein tolles Geschenk, was dieses Bundesland, was ja auch 75 Jahre feiert dieses Jahr, einfach sehen kann. Dann ist es natürlich
das gehört irgendwie, finde ich, auch ein bisschen dazu, auch ein bisschen ein Aushängeschild. Also ich habe auch schon im Ausland mehrere Absolventinnen und Absolventen ihres Fachbereichs getroffen, denen, wenn ich gesagt habe, wo ich herkomme, wussten die immer, ah ja, ich weiß Bescheid, ich habe in Germersheim studiert. Also auch sowas trägt natürlich einfach dazu bei, dass ein Bundesland, eine Region, auch wie die Pfalz im Ausland bekannt wird und natürlich auch davon sehr, sehr profitieren kann. Und dann würde ich einfach sagen, und das ist, finde ich, ist eben sehr schön deutlich geworden bei Ihren Ausführungen, profitieren wir natürlich einfach von der Forschung, die hier gemacht wird. Das sind einfach ganz relevante Fragen, die dann für uns, für unser politisches Arbeiten auch als Landesregierung, aber natürlich auch in anderen Bereichen des Landes ganz, ganz wichtig sind. Und da direkt eine solche Institution in greifbarer Nähe zu haben, da den Austausch auch zu pflegen und zu schauen, wie man kooperieren kann, ist natürlich einfach ganz wichtig und toll. Ja, vielen Dank, das freut uns sehr zu hören. Ja, wenn wir über Literatur im internationalen Austausch sprechen, Herr Till, an das anknüpfend, was wir eben besprochen haben, möchte ich nochmal auf die Rolle der Translation bei der Verbreitung und Rezeption von Literatur zu sprechen kommen. Man könnte ja sagen, wir arbeiten mit Relaissprachen, wir nutzen das Französische, das Englische als Sprachen, die viele Menschen verstehen und verbreiten Literatur auf diese Weise. Sie haben eben schon gesagt, dass Kritiker behaupten, dass eine Übersetzung nie an das Original herankommt, dass die Rezipienten der Übersetzung immer im Nachteil sind. Warum arbeitet man nicht mit Relaissprachen, mit großen Weltsprachen? Warum ist Übersetzen immer noch unverzichtbar an dieser Stelle? Ja, man muss sich ja Babylon als eine glückliche Stadt vorstellen. Das heißt, die Vielsprachigkeit ist eine Tugend und ein Glück. Die Vielsprachigkeit ist nicht ein Chaos und eine Unordnung und etwas, wo man sich nicht einigen kann. Das sieht man daran beispielsweise, und das erfüllt mich mit großem Optimismus, man sieht es daran, dass in den letzten Jahren in der Poesie es eine neue Vielsprachigkeit gibt. Und wodurch ist diese Vielsprachigkeit entstanden? Dadurch, dass es immer mehr SchriftstellerInnen gibt, die aus der Türkei kommen oder die Migrationshintergrund, wie das so schön heißt, haben und die diese Sprache, ihre Sprache oder auch die Art, wie sie Deutsch sprechen, in die Literatur eingebracht haben. Saymolu Kanak Sprak, der ist ein gutes Beispiel, schon im Titel. Und das hat dazu geführt, dass es in meiner Generation und in der jüngeren Generation eine richtige Poesie, eine Dichtung der Vielsprachigkeit gibt. Und das wäre sozusagen die Gegenthese zu der Frage, die Sie gestellt haben. Es gibt beispielsweise eine Frau namens Uljana Wulff, die dieses Jahr mit einem Essayband, einem poetologischen Essayband, den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat. Der hat den Titel Etymologischer Gossip. Ja? Und dieser etymologischer Gossip, den hat Uljana Wulff schon von ihrem ersten Gedichtband aus an gepflegt. Ihr erster Gedichtband hieß Kochanje, ich habe Brot gekauft. Ja? Kochanje, ich habe Brot gekauft. Am Anfang haben alle gesagt, Kochanje, ich habe Brot gekauft, weil sie nicht verstanden haben, was für ein Wort es ist. Das heißt Schatz auf Polnisch. Ja? Kochanje, ich habe Brot gekauft. Nächste hieß meine schönste Language. Ja? Also da wird die Language eingedeutscht in Language. Ich sage das nur, um klarzumachen, welcher poetische Gehalt in der Vielsprachigkeit steht und dass das eben auch man natürlich als eine Emanzipation der zweiten Generation ansehen kann, dass deren Sprachen jetzt bei uns in der Lyrik angekommen sind. Ich selber, meine Mutter war Elsässerin, sie war Französin, bis zu ihrem Tod hat sie beide Staatsbürgerschaften gehabt. Als ich aufgewachsen bin, galt es noch als die Einsprachigkeit als das Ideal. Die Mehrsprachigkeit galt als ein Problem. Ja? Meine Eltern haben noch gesagt, oh, der darf nicht so viel Französisch hören, sonst kann er kein richtiges Deutsch lernen. Ne? Und ich habe sozusagen die Zweisprachigkeit sozusagen aus Trotz mir angeeignet, wie meine Geschwister übrigens auch. Mhm. So viel vielleicht. Ja, das ist total faszinierend und wir hören das sehr gerne, dass die Mehrsprachigkeit einen besonderen Wert darstellt. Ich würde aber die Frage an Birsen Serinkos nochmal provokativ wiederholen. Auch in der Wissenschaft spielt ja Englisch als Lingua Franca eine besondere Rolle.
Wir publizieren in englischer Sprache, Konferenzen finden in englischer Sprache statt. Wo ist da der Wert der Mehrsprachigkeit? Wo werden da sowohl aus wissenschaftlicher Sicht, aber gerne auch aus berufspraktischer Sicht ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen gebraucht? Warum sind wir unverzichtbar? Ja, also aus wissenschaftlicher Sicht, man sagt ja, in der Translationswissenschaft sollte man zumindest passives Englisch beherrschen, damit man eben mitkommt mit der Forschung und das Ganze verfolgen kann. Bei den Konferenzen kann es dann durchaus anders aussehen, dass es Rednerinnen gibt, die ihre Vorträge in ihren eigenen Sprachen, ersten Sprachen, Grundsprachen halten und eine Dolmetschung wünschen, während sie den Rest der Konferenz aber im Englischen verfolgen und teilnehmen. Ich denke, da wird es auch immer wieder weiterhin Bedarfe geben, auch an diese Praxis des Dolmetschens. Aber in der Forschung ist Englisch, hat es schon eine gewisse Gewichtung. Ich weiß nicht, ob sie überwindbar ist oder ob man sie überwinden braucht. Sie schafft nämlich Zugang und Möglichkeiten des Austausches, die für die Wissenschaft natürlich sehr wichtig ist. Prima, vielen Dank. Volker Denkel, ich muss da noch mal nachbohren. Also wenn wir über die mediale Welt sprechen und Dissemination in der medialen Welt, und du hast jetzt eben geschildert, und ich war da ja auch involviert, dass wir künstliche Intelligenz eingesetzt haben, um die Untertitelung kostengünstiger, schneller, trotzdem qualitativ extrem hochwertig zu machen. Geraten wir da nicht in so einen Druck, in so eine Spirale, die wir eigentlich nicht wollen, die auch meine Berufsethik eigentlich untersagt? Wie siehst du das? Ist das nicht gefährlich an dieser Front? Ja, sicher. Also das ist immer so eine Frage, in welcher Richtung man abbiegt, wenn man diese Frage beantwortet. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, dieser Druck, oder sagen wir es mal anders, denken Sie mal zurück, 15 Jahre zurück, wie war die mediale Welt vor 15 Jahren? Ich habe letztens mal dieses Gedankenspiel gemacht bei einer anderen Veranstaltung, was waren damals die Fragen? So, was machen die jungen Leute mit diesem komischen YouTube? Ja, was ist jetzt dieses Facebook? Und was hat das für eine Rolle? Was spielt das für eine Rolle für uns? Naja, und was machen diese komischen Streaming-Anbieter, die damals so auf den Weg kamen? Das ist 15 Jahre her. Ja? Und die vierte Frage, Entschuldigung, habe ich vergessen, dieses Smartphone. Ja? Damals, das iPhone 1 war noch gar nicht draußen, vor 15 Jahren. So, das war der Startpunkt einer unglaublichen Revolution, in der wir uns gerade immer noch befinden. Und das Thema Sprachen, Übersetzungen, unterschiedlichste Zielgruppen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen auf ganz unterschiedlichen Kanälen zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten, eben sozusagen in Echtzeit, das ist einfach in der Welt. So. Und wenn wir können jetzt halt in zwei Richtungen abbiegen. Wir können sagen, wir möchten immer nur perfekte Qualität haben, 100% überall und immer. Oder wir sagen, wir stufen ab, wir schaffen es, das pragmatisch zu lösen. Wir versuchen, das bestmöglich in der richtigen Situation zu lösen. Und vor allem, ganz wichtiger Punkt, wir fragen mal die Zielgruppen. Das ist nämlich wirklich ein ganz wichtiger Appell, das möchte ich immer wieder betonen. Auch in der gesamten Entwicklung in den letzten Jahren ist es zum ersten Mal passiert, dass man überhaupt mal gefragt hat, was wollen die denn, repräsentieren wir denn überhaupt alle? Repräsentieren wir denn überhaupt die gesamte Gesellschaft mit dem, was wir da medial tun, was wir uns ausdenken in unseren Redaktionsbüros? Ist dann das, was die Menschen wirklich wollen? So. Und ich glaube, wenn man diese Fragen alle zusammen sozusagen für sich beantwortet, glaube ich, müssen wir zu einem gesunden, anspruchsvollen Pragmatismus kommen. Und ich glaube, wir müssen diese Fragen, die wir haben, wie ich vorher schon gesagt habe, tatsächlich durch Bereitschaft zum Lernen, zur Veränderung und vielleicht auch manchmal zu nicht ganz perfekten Schritten irgendwie beantworten und lösen. Und ich weiß noch, unser erster Kontakt, also mein erster Kontakt mit Germersheim war damals 2015, als wir genau vor einer ähnlichen Frage standen wie gerade eben jetzt, wie schaffen wir es ganz schnell, arabische und englische Übersetzungen von deutschen Sendungen auf den Weg zu bringen. So, wer kann das machen? Wer ist bereit, abends um 11 bis morgens um 4 sich hinzustellen oder hinzusetzen und arabische Übersetzungen zu machen? Und ich glaube, wenn wir damals mit einem Qualitätsbegriff rangegangen wären, der, sagen wir mal, vielleicht einer Literaturübersetzung genügt, dann wäre es nicht gelungen, was auf den Weg zu bringen. Und wir haben aber gemerkt, aus dem Projekt raus, erstmal war es total faszinierend zu sehen, wie das Team, was wir aufgebaut haben, da waren sehr viele Geflüchtete aus Syrien dabei, wie die in Windeseile Deutsch gelernt haben. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das hat teilweise 6-7 Monate gedauert, da waren die wirklich in der Lage, richtig gut und fast schon akzentfrei auf Deutsch zu kommunizieren. Ich habe das damals wirklich nicht glauben können, und es war so.
Also Untertitel, Übersetzung haben auch einen unheimlichen Einfluss auf den Spracherwerb, auf das Sprachenlernen. Das ist nochmal ein wichtiger Aspekt. Auch das ist was sich erst durch die Zielgruppe für mich ergeben hat. Ja, anderes Beispiel, für wen machen wir eigentlich Untertitel? Ich habe am Anfang immer gedacht, wir machen das für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung. Nee, eigentlich nicht. Untertitel machen wir im Wesentlichen für Leute, die den Ton aushaben, die in der U-Bahn sind, die vielleicht irgendwie Frauen nicht stören wollen und so weiter. Gehörlose von Geburt an wollen eigentlich Gebärdensprache. Ja, die wollen von Muttersprachlern im besten Fall mit Gebärdensprache versorgt werden, auch von Menschen und nicht von Avataren. So, das sind so Learnings aus der Zeit. Und ich glaube, nochmal, ich habe es gerade schon mal gesagt, ich glaube, wenn wir so anfangen zu denken, finden wir auch Lösungen, die ganz nah an den Bedürfnissen sind. Und das sind vielleicht auch nicht immer, ich sage es mal provokativ, das sind vielleicht auch nicht immer akademische Lösungen. Das sind durchaus akademische Lösungen, würde ich sagen. Ich würde mich nämlich dem Pragmatismus hier an dieser Stelle anschließen. Durch den internationalen Austausch steigt das Übersetzungsvolumen von Jahr zu Jahr an, rapide an. Global agierende Firmen, politische Institutionen und eben auch der internationale Kulturbetrieb fordern hochqualitative Übersetzungen. Manchmal auch good enough Übersetzungen, das ist so ein bisschen Abwägungssache, das ist das, was Volker Denkel eben gesagt hat. Verstehen wir doch die Entwicklungen wie die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz als unterstützende Maßnahmen und nicht als Bedrohung, denn nur so können wir dieses enorme Volumen und die Herausforderung überhaupt bewältigen. Ja, diesen Herausforderungen sind... Die sind kein regionales und kein deutsches Phänomen, die sind auch andere Standorte, sind denen gegenübergestellt. Da liegt es nahe, dass wir als Universität uns vernetzen und gemeinsame Lösungswege und Entwicklungsperspektiven finden. So geschieht es sehr erfolgreich und auch das wurde schon vom Präsidenten und auch von der Dekanin erwähnt im Verbundprojekt For Them. In diesem Projekt arbeiten wir unter anderem mit der Université de Bourgogne zusammen, im Speziellen mit Professor Dr. Laurent Gauthier, um Themen wie Mehrsprachigkeit und Digitalisierung zukunftsweisend mitzugestalten und für unsere Studierenden aufzubereiten. Bevor ich Sie aber nach Frankreich entführe, möchte ich unsere Dolmetscherin Emilia Oppermann auf die Bühne bitten. Frau Oppermann wird die Antworten von Herrn Gauthier konsekutiv für Sie ins Deutsche dolmetschen und uns auf diese Weise bei der grenzüberschreitenden Kommunikation behilflich sein. Ja, kriegen wir Herrn Gauthier auf die Große, weil ich soll ihn angucken. Das kann. Danke. Ja, wunderbar. In diesem Sinne ist es mir eine große Freude und eine große Ehre, meinen Kollegen Professor Dr. Laurent Gauthier in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Laurent Gauthier ist Professor für angewandte Linguistik an der Université de Bourgogne in Dijon. Zurzeit ist er auch Prorektor für Forschungs- und Technologietransfer. Laurent, schön, dass du da bist. Die Kooperation zwischen der JGU und der Universität de Bourgogne ist traditionsreich und äußerst erfolgreich. Wie jetzt schon mehrfach hier erwähnt wurde, arbeiten wir in For Them zusammen und haben die Kooperation dort intensiviert. Könntest du bitte schildern, in welchen Bereichen die Kooperation genau verankert ist und warum das so fruchtbar für beide Universitäten ist? Oui, alors c'est en effet une pratique qui est très ancienne et qui remonte au premier cursus de toutes les lettres pour utiliser la terminologie de l'université parfois grande. On va d'ailleurs fêter cette année un autre anniversaire, les 30 ans de ces cursus intégrés, le mois de juillet, des équipes de Dijon et de Mayence. Et ces cursus intégrés sont désormais tous labellisés par l'université franco-allemande, aussi bien au niveau licence que au niveau master. Des sciences humaines et sociales et du droit, ce qui en fait une spécificité de la coopération universitaire entre l'Université de Mayence et l'Université de Bourgogne. Plus récemment, depuis une dizaine d'années, a été mis en place un collège doctoral intégré qui est lui aussi labellisé par l'Université franco-allemande et en tant que directeur d'un laboratoire de recherche,
je dois avouer que c'est un vrai plus pour dynamiser les échanges au niveau de la recherche. Formation à la recherche par la recherche, avec les encadrements de doctorants, mais aussi organisation conjointe de journées d'études, avec des colloques, des copublications, des réponses communes à des appels à projets. C'est donc un vrai dépassement du focus des origines qui était sur la formation et sur l'enseignement. Et puis, je dois dire, de façon peut-être un peu plus légère, que c'est aussi une vraie coopération pour nous dans le quotidien, parce qu'il y a une forte présence de Mayençais et d'étudiants de Germersheim à Dijon, dans la ville, dans les couloirs, à la bibliothèque. Et donc, même quand on est à distance, on se sent un peu à Mayence ou à Germersheim à Dijon. Et je crois que la réciproque est vraie quand on est à Mayence. So, wir haben jetzt das letzte bisschen nicht mitgekriegt. Laurent scheint uns noch zu... Ja, ah, super, wir hören dich wieder. Vielleicht den letzten Satz noch mal wiederholen, bitte. Oui, je disais que c'était aussi vrai qu'au quotidien, puisqu'il y avait une forte étudiante forte présente de Mayençais et de Mayençais à Dijon, dans la ville, dans les couloirs universitaires, à la bibliothèque. Et donc finalement, même quand on restait à Dijon, on avait un peu l'impression d'être à Mayence ou à Mayençais. Ging das? Ok, wunderbar. Ja. Ich gebe das Wort an Frau Oppermann. Ja, die integrierten Studiengänge bestehen in der Tat seit langer Zeit und sind auf Bachelor- und auf Masterniveau von der Deutsch-Französischen Hochschule anerkannt. Sie erstrecken sich auf die Geistes-, Sozial- und Rechtswissenschaften. Und das ist auch sehr speziell an der Kooperation zwischen der JGU und der Université de Bourgogne. Seit ungefähr 10 Jahren gibt es auch das Doktorandenkolleg. Dieses ist auch von der Deutsch-Französischen Hochschule anerkannt. Als Leiter dieses Kollegs sehe ich die großen Vorteile für den wissenschaftlichen Austausch, denn hier lernen die Promovierenden Forschung durch Forschung. Sie organisieren gemeinsam Studientage und Kolloquien, arbeiten an gemeinsamen Veröffentlichungen und nehmen gemeinsam an Ausschreibungen teil. Hier wird also das ursprüngliche Konzept der Forschung und Lehre weitergedacht und auch weitergeführt. Die Kooperation zwischen den beiden Städten und den beiden Universitäten ist aber auch im täglichen Leben in Dijon zu sehen, in der Stadt, in den Universitätsfluren, in der Bibliothek. Und so fühlen wir uns auch manchmal ein bisschen, als wären wir in Mainz. Ja, das ist toll. Ganz, ganz konkret arbeitet aber auch unser Fachbereich hier in Germersheim in Forschung und Lehre mit deiner Universität zusammen. Welche Instrumente stehen uns hier zur Verfügung und wo siehst du Potenzial für die Zukunft, Laurent? Alors, les dispositifs actuels et futurs sont en cohérence avec la politique générale que j'évoquais précédemment, à travers deux grands dispositifs, les co-tutelles de thèse dans le cadre de ce collège doctoral franco-allemand. C'est naturellement très important à l'heure de l'internationalisation de la recherche, on vient d'en parler, et cela permet à nos doctorantes et à nos doctorants d'avoir deux diplômes, un en France et un en Allemagne, deux doctorats donc. Nous avons déjà fait soutenir une thèse entre mon laboratoire et la faculté de Germersheim, et 3 autres sont en cours sur nos thèmes de prédilection, les langues de spécialité, les technologies de la langue et les langages simplifiés. Et d'ailleurs, 2 de nos doctorants communs sont en ce moment à Germersheim dans la salle et assistent à cet événement. Le deuxième dispositif, nous l'avons mis en place avec Michael Schreiber et Simon Varga il y a 3 ans. Il s'agit d'un double diplôme de master qui lui aussi a été accrédité par l'université franco-allemande l'an dernier. C'est le seul double diplôme de l'université franco-allemande en traduction.
on y joue la carte de la complémentarité entre notre spécialité dijonnaise sur la traduction multimédia, c'est-à-dire traduction audiovisuelle et localisation, et le focus de Germersheim sur la traduction spécialisée et la recherche traductologique, comme on l'a entendu auparavant. Et grâce à l'Alliance européenne Forzem, eh bien, nous avons l'ambition, peut-être le pari un peu fou, de transformer ce double diplôme et les doubles diplômes avec Palerme et Valencia en un vrai diplôme européen qui serait délivré par nos quatre universités. Das ist eine sehr aktuelle Frage und wir haben hier zwei Möglichkeiten geschaffen, um auf diese zu antworten. Die erste sind die binationalen Promotionen. Die sind sehr wichtig vor dem Hintergrund der starken Internationalisierung der Forschung. Wir haben das eben in der ersten Frage gesehen. Und sie geben zwei Abschlüsse, einen deutschen und einen französischen. Bereits eine Promotion wurde abgeschlossen in Zusammenarbeit des FTSK und der Universität in Dijon. Weitere sind in Arbeit und die beschäftigen sich mit den Fachgebieten der beiden Universitäten, unserer beiden Universitäten, nämlich der leichten Sprache, der Sprachtechnologien und der Fachsprachen. Eine Doktorandin und ein Doktorand sind heute hier in Germersheim. Die zweite Möglichkeit, die wir geschaffen haben, haben wir zusammen mit Simon Wager geschaffen. Vor 3 Jahren wurde ein Doppelmaster eingeführt, der auch vor 1 Jahr von der Deutsch-Französischen Hochschule anerkannt wurde. Und es ist das erste Übersetzungsdiplom, was diese Anerkennung bekommen hat. Und da ergänzen sich unsere beiden Universitäten sehr gut. In Dijon haben wir einen Schwerpunkt auf multimedialer, technologiegestützter Übersetzung. In Germersheim liegt der Fokus auf Fachsprachen- und Übersetzungswissenschaften. Dank Forzem, der Initiative, haben wir die vielleicht etwas verrückte Wette gewagt, dass wir sowohl diese Doktorandendiplome als auch diesen Master in ein europaweit anerkanntes Diplom umwandeln können. Ja, vielen Dank. Wunderbar. Ich möchte noch mal aufgreifen, Laurent Gauthier hat die Maßnahme der Co-Tutelle erwähnt, das heißt die Möglichkeit der Doppelpromotion zwischen unseren beiden Universitäten. Er hat auch schon erwähnt, dass eine Doktorandin, ein Doktorand aus Dijon heute hier sind. Sie verbringen ihren 4-wöchigen Forschungsaufenthalt hier in Germersheim, Julia Degenhardt und Leo Anbi. Die Technik war jetzt nicht darauf eingestellt, dass das zuerst von Herrn Gauthier genannt wurde und dann nochmal von mir wiederholt wurde. Wir freuen uns total, dass ihr hier seid. Wir freuen uns auf weitere Forschungsaufenthalte. Schön, dass ihr mit uns feiert. Vielen Dank an Frau Oppermann. Vielen Dank an dich, Laurent, für die Schilderung der Kooperationen, die schon seit langem laufen und die wir auch hoffen, gewinnbringend in der Zukunft weiterzuführen. Dank an dich et au revoir. Au revoir. Anlass, den Blick nach vorne zu wenden. Themen wie Migration, wie Klimawandel, wie Digitalisierung sind globale Themen. Und als solche sind sie auch untrennbar mit Translation verknüpft. In Forschung und Lehre am FTSK nehmen wir solche Prozesse gezielt in den Blick, um sie durch unsere Expertise aktiv mitzugestalten. Aber wie sieht die Außenperspektive auf die Rolle der Translation aus, vor allem in einer sich ständig wandelnden Welt? Wir sind gespannt auf die Impulse unserer Gäste. Ja, ich bin auch gespannt. Herr Till, welche Herausforderungen sehen Sie für die Rolle von Translation und Mehrsprachigkeit in der Weltgesellschaft? Das ist ein dickes Problem, womit ich anfangen darf. Also
ich sehe ja eigentlich eher lieber die Herausforderung nicht als Problem, sondern als Chance an. Ich bin auch jemand, der, habe ich schon mich geoutet jetzt, der die Vielfalt der Sprachen liebt und nicht auf sie verzichten möchte. Ich denke natürlich auf der anderen Seite, dass es mit diesen Linguae Francae auch eine Sprachverarmung einhergeht. Also beispielsweise möchte ich kein englischer Native Speaker sein, der ständig erleben muss, wie seine Sprache mehr und mehr simplifiziert wird. Das könnte vielleicht schmerzhaft sein. Vielleicht ist es besser, wenn wir wieder auf stärkere Vielsprachigkeit zurückgreifen und uns dadurch auch kulturell etwas stärker auf das Komplexe dieser Welt irgendwie einrichten können. Die Vereinfachungen, die Simplifizierungen sind meiner Ansicht nach nicht das Gebot der Stunde. Herr Till, Sie sprechen mir und ich würde jetzt einfach auch mal sagen, uns als Fachbereich voll und ganz aus der Seele. Vielen Dank dafür. Frau Binz, wo sehen Sie die Herausforderung, wo sehen Sie den Weg in Bezug auf Mehrsprachigkeit und Translation in der Weltgesellschaft? Ich glaube, wir müssen uns, und das ist heute auch angeklungen, ja auch gesellschaftlich mit diesem Thema Mehrsprachigkeit viel mehr auseinandersetzen. Wir müssen einerseits es tatsächlich als einen Vorteil auch begreifen. Das tun wir auch teilweise. Da gibt es ja immer das berühmte Beispiel von den Kindern, die in die bilingual aufwachsen mit, ich sag mal, Englisch und Deutsch. Da wird das dann gelobt im Kindergarten und in der Schule, wie toll, dass das Kind Englisch spricht oder Französisch. Dann gibt es andere Sprachen, wo das dann eher so nachteilig gesehen wird. Also da wird es dann bemängelt, dass die Kinder zu Hause in der Herkunftsfamilie nur Türkisch sprechen oder nur Arabisch sprechen oder nur Russisch sprechen. Und diese Trennung, glaube ich, die müssen wir gesellschaftlich noch irgendwie überwinden. Also dass wir Mehrsprachigkeit generell als einen Vorteil begreifen, egal um welche Sprache es sich handelt und auch egal um welches Herkunftsland sich handelt. Andererseits müssen wir natürlich trotzdem damit umgehen, dass wir nicht zu einer Gesellschaft werden, das wird einfach faktisch nicht passieren, in der Mehrsprachigkeit die Norm ist, also in der alle mehrsprachig sind, sondern wir werden immer darauf zurückgreifen müssen, dass es Translation gibt, dass es Sprachmittlung gibt und dass diese eben auch verfügbar ist für die Menschen, damit eben gesellschaftliche Teilhabe dann auch möglich ist und das auch diskriminierungsfrei, also dass sozusagen das Inanspruchnehmen von Sprachmittlung eben kein Grund ist, jemanden abzuwerten, sondern dass das ein ganz normales Instrument ist, das wir in unserem Alltag anwenden, wenn wir ja, uns gesellschaftlich einbringen wollen. Genau. Und ich glaube, das gesellschaftlich zu begreifen und das auch zu verankern als so einen ganz zentralen Gedanken, als eine Normalität, das ist, glaube ich, nach wie vor eine Aufgabe, vor der wir stehen und an der wir auch arbeiten müssen. Frau Binz, das klingt nach einem sprachpolitischen Programm, den ich mich gerne anschließen könnte. Vielen Dank dafür. Birsen Serinkus, die Perspektive der Wissenschaft. Wo sehen wir die Herausforderung? Wo geht es hin in Bezug auf Translation und Mehrsprachigkeit? Ich würde mich Frau Binz anschließen. Die Teilhabe ist sehr wichtig und auch dieses Thema, dass wir in der Gesellschaft unterschiedliche Sprachen unterschiedlich wahrnehmen, annehmen oder auch ablehnen, sollte für uns, für die Translation und die Translationswissenschaft, aber auch für Institute wie unsere ein Thema werden, sodass wir auch ermöglichen, Sprachen wie Persisch, Dari, Pashto, die Bedarfssprachen sind, eben auch studierbar sind, in dem Sinne, als dass wir Expertise schaffen, die nicht unbedingt das Dolmetschen oder das Übersetzen an sich angeht, aber doch die Expertise in den Markt einführt und beratend zum Beispiel der Zukunft begegnen kann. Prima, vielen Dank. Volker Denkel, wie sieht es in der Medienwelt aus in Bezug auf Mehrsprachigkeit und Translation? Also ich habe so das Gefühl, wenn wir in die Zukunft schauen, glaube ich, dass sich der Begriff von Translation noch mal ein bisschen verbreitern wird, als er jetzt ohnehin schon ist. Also ich denke da zum Beispiel daran, dass wir immer mehr wahrnehmen, dass sehr viele Menschen gar nicht so richtig verstehen, was eigentlich in den Medien kommuniziert wird. Das mag ganz verschiedene Gründe haben, aber vielleicht sind wir an manchen Stellen auch einfach zu komplex oder wir machen uns zu wenig Gedanken darüber oder zu wenig Eindruck darüber, vielleicht, dass es da Hürden gibt, die wir noch gar nicht so wahrnehmen. So.
Und deswegen plädiere ich grundsätzlich da, ich probiere ein bisschen auch die Rolle hier pragmatisch, den pragmatischen Weg zu propagieren, plädiere ich dafür, dass wir da einfach versuchen, uns Mittel und Wege zu finden, gemeinsam, wie wir diese Probleme lösen. Und ich habe gerade eben gesagt, das muss nicht immer akademische Lösungen sein. Das habe ich natürlich wirklich provokativ gemeint. Ich meine, das Gegenteil ist einfach der Fall. Ich glaube, wir sollten das zusammentun. Und ich glaube, Wissenschaft und Praxis sollte sich viel stärker, auch sagen wir mal, nicht so sehr immer in diesen Förderrhythmen, die wir so haben, ja, anderthalbjährige Projekte, dreijährige Projekte, sondern wir sollten viel enger zusammenarbeiten und uns auch kurzfristiger Gedanken machen, wie können wir eigentlich solche Herausforderungen, wie beispielsweise innerhalb von 3 Tagen ein ukrainisches Untertitelprojekt auf den Weg zu bringen, wie können wir das so gestalten, dass das sowohl in der Qualität, aber vor allem auch in der Zielgruppenerreichung und Zielgruppenansprache funktioniert. Genauso wie wir feststellen müssen, was sind denn wirklich die Herausforderungen, die auf uns zukommen, ja, in dieser gesamten Medienwelt, die glaube ich, noch komplexer wird. Und ich denke da, also ich freue mich sehr auf weitere Zusammenarbeit, sage ich ganz offen. Ich fand das ein ganz tolles Projekt, was wir zusammen hatten. Wir haben echt viel bewegt und es ist für mich eigentlich ein total schönes Beispiel, wie das funktionieren kann. Und je mehr, desto besser. Ja, und ich möchte noch einen Satz sagen, bin gleich fertig. Mainz, ich zähle da jetzt mal Germersheim dazu. Mainz schickt sich ja an, ein Biotechnologiestandort zu werden. Wir sind aber auch ein Medienstandort. Und ich möchte mal an der Stelle heute, wenn ich schon die Gelegenheit sagen, ich glaube, das Thema Medieninnovation ist ein ganz wichtiges und ich zähle da ganz bewusst auch das Thema Übersetzung und Sprachen dazu, weil das ein wichtiger Teil davon ist. Ich würde sagen, Mainz, und ich zähle da Germersheim jetzt mal dazu, sieht das ganz genauso und würde das auch in Zukunft gerne mit euch weiter begleiten, auf jeden Fall. Ja, ich erlaube mir ein kurzes Abschlussstatement meinerseits. Ich glaube, wir haben verstanden, dass es diese Herausforderungen alle gibt. Ich glaube, der Fachbereich hat verstanden, dass wir etwas tun müssen. Wir tun dies in der Forschung, zum Beispiel mit Kooperationspartnern aus der Medienwelt. Wir etablieren neue Studienprogramme. Wir diskutieren Professionalisierungsdebatten aktiv mit. Ich sehe ein ganz großes Potenzial in unserer Disziplin, in unseren Studiengängen und vor allem in unseren AbsolventInnen. Das bestätigt auch unsere Verbleibsstudie, die wir vor ungefähr 2 Jahren durchgeführt haben, nach der unsere AbsolventInnen außerordentlich gute Berufsperspektiven haben. Dieses Potenzial wurde uns auch von unseren Podiumsgästen heute bestätigt. Und ich schließe mich Herrn Krausch an, der gesagt hat, dass wir uns auf den Weg gemacht haben. Ich denke, der Weg geht in die richtige Richtung. Und wir haben uns hier in Germersheim auf den Weg gemacht, gemeinsam. Und wir haben uns mit der Hochschulleitung auf den Weg gemacht. Ich danke Ihnen dafür, Herr Krausch. Ich danke meinen KollegInnen dafür und auch den KommilitonInnen. Das war eine sehr aktive Zeit in den letzten 2 Jahren. Ich glaube aber, dass sich das lohnt. Veränderungen sind nämlich nur möglich, wenn man Risiken eingeht, und ich hoffe in diesem Sinn auch weiterhin auf die Unterstützung von Ihnen allen. Ich danke meinen Podiumsgästen für das anregende Input, das wir sicherlich auch für unsere weitere Arbeit und Planungen mitnehmen werden. Ganz herzlichen Dank an Hans Till, an Katharina Binz, Birsen Serinkos und Volker Denkel. Vielen, vielen Dank. Die eierlegende Wollmilchsau, auf Sicht fahren oder multimediale barrierefreie Kommunikation. Habe ich alles gesagt. Hätten Sie dafür in Ihren jeweiligen Sprachen einfach mal so eine schöne Übersetzung gehabt? Unsere Studierenden haben das hingekriegt. Zumindest hoffe ich das, aber ich gehe sehr davon aus. Dank auch der Unterstützung von Andrea Beuer. Wir durften Ihre Verdolmetschung heute in 7 Sprachen genießen. In der russischen Kabine saßen Valentin Schindler und Polina Blinova, in der niederländischen Luc Hoogesteeghe und Philipp Wolf, in der spanischen Kabine Amanda Chartier, Laura Bruder und Miriam Walter, in der französischen Kabine dolmetschten Philippe Plastik und Anne Amoureux und Emilia Oppermann hier auf der Bühne, in der englischen Kabine Simone Weisenberger. Und genau das, finde ich, hat nochmal einen extra Applaus verdient.
Simone Weisenberger und Bianca Tosti aus der englischen Kabine. In der italienischen Kabine saßen Giada Giuliani, so jetzt musste ich einmal kurz abrufen, und Carlotta Masida. Und in der polnischen Kabine Malgorzata Dlugosz und Conchetta Birkenmeier. Und ich finde, für all ihre harte Arbeit, und sie haben wirklich unglaublich viel für diesen Abend getan, haben sie sich einen Riesenapplaus nochmal verdient. Ja, im Rahmen dieser Feier haben wir jetzt live miterlebt, was sowohl Konsekutivdolmetschen sind als auch Simultandolmetschen. Aber die Vielfalt an Translationsformen ist natürlich durchaus viel größer. Und erste Einblicke dazu gab es ja schon auf unserem Jubiläumsmarkt heute Vormittag. Und dazu wunderbar anknüpft tut es die Ausstellung Translationsmomente. Die wird von Mitte Juli bis September hier bei uns im Weißenburger Tor zu sehen sein. Und dann im November und Dezember, wie bereits erwähnt, in der Schule des Sehens am Mainzer Hauptcampus. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die zu diesem Tag heute beigetragen haben. Das ist zuallererst das Organisationsteam um Doris Kinne und Julia Neu, vielen Dank. Und das Team der Medientechnik um Jens Plappert, Attila Kurultai und Sarah Leubner. Ebenso möchten wir uns bei Frau Tanja Labs, Herrn Lasse Riegel und seinem sehr kompetenten Technikteam und Engagement für bei der technischen Umsetzung bedanken. Und ebenso danken wir Frau Pamela Bausgade, Frau Monika Klingen-Fußbose und Frau Dr. Eva-Katrin Müller für die Organisation des Events und des Sektempfangs. Danke sehr. Maren Dingfelder-Stone und Dimitrios Kapnas. Vielen Dank, aber noch bin ich nicht ganz fertig. Es kommt nämlich noch es kommen noch zwei Dankeschöns, einmal an die Musikgemeinschaft für die tolle Musik heute. Vielen, vielen Dank dafür. Musikgemeinschaft. Und ein großer Dank an alle, die heute zum Jubiläumsmarkt beigetragen haben. Mitten im Semester, mit großem Engagement und wir haben alle genug zu tun, war es, glaube ich, ein ganz, ganz toller Nachmittag. Vielen Dank dafür auch ganz besonders an den Aster und den Stuper für die tatkräftige Hilfe. Und nun bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden bei denjenigen, die den Festakt heute im Livestream verfolgt haben, und alle, die heute hier sind, ganz herzlich einzuladen, beim Sektempfang noch auf das Wohl des Fachbereichs anzustoßen. Wir wünschen allen einen wunderschönen Abend. Vielen Dank.